Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist die erste Vorlesung zu Einsatz und Realisierung von Datenbanken im Sommersemester 2020. Mein Name ist Alfons Kemper. Ich bin Professor am Lehrstuhl für Informatik 3 für Datenbanksysteme. Meine E-Mail-Adresse ist hier eingeblendet, wenn Sie Fragen zur Vorlesung oder zum Ablauf haben in diesem sehr ungewöhnlichen Semester, das vornehmlich virtuell stattfindet. Finden Sie meine Adresse hier oder auch noch auf der nächsten Folie. Da die wenigsten von Ihnen mich kennen, weil Herr Neumann die Vorlesung im letzten Semester gehalten hat, die Grundlagenvorlesung, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich habe Informatik studiert von 77 bis 80 an der Uni Dortmund. Dort bis zum Vordiplom und ein bisschen mehr noch. Dann war ich von 1980 bis 1984 an der University of Southern California, USC genannt. Dort habe ich 81 meinen Master of Science gemacht und 84 promoviert. Das ist der PhD in meinem Namen. Dann war ich von 84 bis 91 an der Uni Karlsruhe. Mittlerweile umbenannt in Karlsruhe Institute of Technology, KIT. Dann 91 bis 93 an einer anderen sehr großen technischen Universität, an der RWTH Aachen. Und 93 bis 04 an einer kleinen Universität hier in Bayern, an der Uni Passau. Und seit 04 bis jetzt an der TU München und habe hier den Lehrstuhl, wie gesagt, für Datenbanksystem, für Datenbanken. Und vornehmlich entwickeln wir an dem Lehrstuhl Hauptspeicherdatenbanken. Die sind in Deutschland relativ bekannt geworden durch SAP HANA. Wir haben aber ein eigenes System entwickelt namens Hyper, das auch relativ bekannt und performant sein sollte, das im Zuge eines TUM-Technologietransfers dann an Tableau weitergegeben wurde, verkauft wurde und die Firma wurde mittlerweile von Salesforce übernommen. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine akademische Lizenz für Hyper, die Sie auch verwenden können für Ihre eigenen Trainings, um Ihre Fingerfertigkeit in SQL zu trainieren. Das werde ich Ihnen später nochmal zeigen, wie Sie darauf zugreifen können. Also unser Forschungsgebiet heute ist ein anderes Datenbanksystem namens Umbra. Das ist eine Weiterentwicklung von Hyper, eine Evolution davon. Und daran arbeiten auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die hier zugeschaltet sind, die die Übung hier übernehmen. Die werden sich gleich aber selber noch vorstellen. Kommen wir jetzt zum Vorlesungsinhalt. Der orientiert sich an meinem Lehrbuch Datenbanksysteme, eine Einführung. Und da genauer gesagt am zweiten Teil dieses Lehrbuchs. Der erste Teil bildet die Grundlagen, die in der Grundlagendatenbank Vorlesung hier an der TUM oder auch anderswo vermittelt werden und wir werden uns hier auf den zweiten Teil dieses Buches konzentrieren. Zu dem Buch zu sagen, es ist mittlerweile in der 10. Auflage. Für diese Vorlesung ist auch tatsächlich der Inhalt der 10. Auflage relevant, weil da gerade auch so neue Themen wie Big Data, Data Mining, Knowledge Discovery, Binderfunktionen in SQL, neue Entwicklungen im Hauptspeicherdatenbankbereich und so enthalten sind. Ist leider nicht ganz so billig, aber die Bibliotheken an der TU München haben etliche Exemplare zur Verfügung, die Sie möglicherweise irgendwann mal ausleihen können. Zu dem Buch gibt es eine entsprechende Webseite, die ich jetzt gucken muss, wie ich die anklicken kann. Jetzt sollte es gehen. Also,
Das ist die Webseite zu dem Buch, die Sie auch über unsere Homepage finden. Da finden Sie verschiedenste Unterlagen, die auch hier für die Vorlesung relevant sind. Insbesondere sollte ich darauf hinweisen, dass die Folien, die wir hier präsentieren, dort hinterlegt sind. Wir fangen in dieser Vorlesung etwa in der Mitte an, bei dem Bereich Transaktionsverwaltung und gehen bis zum Ende etwa. Einige Sachen werden wir verkürzt darstellen. Die Folien finden Sie in PowerPoint-Format oder auch in PDF-Format dort. Dann sollten Sie sich diese Einstiegsseite für unseren Lehrstuhl merken. db.in.tum.de. Dort finden Sie dann auch, von da aus kommen Sie zum Beispiel zum Buch, aber auch zu den entsprechenden Lehrveranstaltungen dieses Semesters. Relevant ist dort die Vorlesung für Sie, Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen, die die Tutoren jetzt schon erstellt haben. Und dort finden Sie verschiedenste Unterlagen, auch Tools, mit denen Sie dann selber sich Sachen beibringen können. Dies ist eine praxisorientierte Vorlesung, die lebt davon, dass Sie selber Hand anlegen und Ihre eigene Fingerfertigkeit trainieren. Okay, da ist es nochmal der Einband des Buchs. Wenn Sie es schon kaufen würden oder sich schenken lassen, dann sollte es die neueste Auflage sein. Hier ist nochmal etwas anekdotisch beschrieben, wie die Auflage hier sich verlängert hat. Ganz rechts, die 10. Auflage ist nicht mal zu sehen in Ihrem Bild. Sie hat mittlerweile fast 1000 Seiten, also die Dicke der Auflage beschreibt auch so ein bisschen die Evolution der Datenbankentwicklung. Okay, zu dem Buch gibt es auch ein Übungsbuch. Das könnten Sie zu Rate ziehen, wenn Sie mit einigen Aufgaben nicht zurechtkommen. Viele Aufgaben oder einige Aufgaben in den Übungen werden sicherlich in dem Übungsbuch auch behandelt. Aber wenn Sie das schon zu Rate ziehen, dann sollten Sie es immer a posteriori, also nachher zu Rate ziehen, nachdem Sie selber eine Lösung erarbeitet haben, um zu schauen, ob Ihre Lösung besser ist als die, die ich und mein Mitarbeiter Martin Wimmer gefunden haben. Also nicht schon vorher. Also niemand lernt Datenbanken, Datenbank-Know-how nur durch Reproduktion. Sie müssen selber das lernen. Ich vergleiche das oft mit Schwimmunterricht. Sie können stundenlang, wenn Sie mal ein Kind haben, können Sie dem Kind stundenlang Schwimmer zeigen. Wenn Sie es dann ins Wasser werfen, sprich in eine Klausur gehen, werden Sie trotzdem untergehen, wenn Sie nicht selber irgendwie im seichten Wasser, also in den Übungen mal getestet haben, ob Sie es können. Also nehmen Sie das als Motivation. Es gibt ja in diesem Semester sowieso nichts anderes zu tun, als Übungen zu machen und Vorlesungen nachzubereiten. Also gibt das eine gute Motivation. Hier sind nochmal ein paar zusätzliche Lehrbücher aufgeführt zu der Primärliteratur. Eines, das relativ neu ist, ist von Silberschatz, Korth und Sudarshan, gerade neu erschienen im McGraw-Hill-Druck. Verlag. Das ist allerdings noch mal viel teurer als mein deutschsprachiges Buch. Aber vielleicht finden Sie das auch in Bibliotheken. Standardlehrbücher sind von El-Masri und Nawati oder von Ramakrishnan und Johannes Gerke, ein früherer Student von mir, der Johannes Gerke, oder von Gottfried Vossen. Etwas theoretischer ist das von David Meyer. Dann von Lang und Lockemann. Lockemann war mein Doktorvater sozusagen. Ein Buch über Datenbankeinsatz. Ein bisschen in die Jahre gekommen, das Buch. Und das Letzte sollte ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, wenn Ihnen da bestimmte Grundlagen fehlen, ist das Buch von Ullmann und Jennifer Widdem eine gute Quelle. Dazu gibt es auch ein MOOC, ein Massive Open Online Course, wenn Sie da noch Sachen nachholen wollen, sind diese Kursunterlagen sicherlich auch verfügbar. Okay, das Buch von Erhard Rahm ist mehr im Parallelen- oder Mehrrechner-Datenbanksystembereich. Gleiches gilt für
verteilte Datenbanken und kleinen Server von Peter Dadan. Die beiden sind natürlich etwas veraltet, aber ein gutes Buch, um sich über transaktionale Konzepte zu informieren, ist das von Gottfried Vossen und Gerhard Weikum. Transactional Information Systems, sehr dick und ist nach wie vor relevant. Ein ähnliches Buch, das ist hier nicht aufgeführt, gibt es auch von Jim Gray und Andreas Reuter. Das war früher die Bibel für transaktionale Systeme. Das wurde aber so ein bisschen abgelöst von dem Weikum und Vossen Buch. Gut, dann kommen wir jetzt schon zu den Übungsleitern, die sich bitte mal selber vorstellen in der Reihenfolge, wie sie hier aufgeführt sind. Also fangen wir dann an mit dem Herrn Bandl. Also, hallo, mein Name ist Maximilian Bandle. Ich bin Übungsleiter für diese Vorlesung. Ich forsche hauptsächlich am Umbra-System, insbesondere an der Join-Verarbeitung und habe jetzt gerade im letzten Jahr verglichen, wie sich partitionierende und nicht partitionierende Joins in der Datenbank verhalten. Gut, als nächster wäre dann der Schüle dran. Servus auch von meiner Seite. Ich bin der andere Maximilian Schüle. Bin jetzt seit 2017 bin ich jetzt am Datenbankenlehrstuhl, bin jetzt auch zum vierten Mal, glaube ich, bei der Vorlesung als Übungsleitung dabei. Und ich baue hauptsächlich Erweiterungen in Datenbanksysteme ein, um Data Mining-Skripte dort einzubauen oder ein bisschen Machine Learning darin zu betreiben. So, der dritte im Bund ist ein Outlier, der heißt nicht Maximilian. Wir haben keinen dritten mit Maximilian gefunden. Das ist der Herr Schmeißer, der sich bitte auch selber vorstellt. Genau. Hallo. Auf meiner Seite, ich bin jetzt erst dieses Monat im Lehrstuhl. Ich bin jetzt auch erst mit meinem Master fertig geworden und ich suche noch ein bisschen mein Forschungsfeld. Aber ich war bislang Tutor für Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen und dementsprechend auch qualifiziert. Ja, das heißt, der Herr Schmeißer hat die jüngste Vergangenheit als Tutor in der Vorlesung und weiß um Ihre Bedürfnisse am besten Bescheid. Außerdem ist er dann unser Webmaster, der verantwortlich ist, die Inhalte im Web zur Verfügung zu stellen. Das wäre dann auch schon die nächste Folie, wie diese Vorlesung abläuft. Wir sind gezwungen, natürlich das rein virtuell zu machen zunächst, vielleicht auch das ganze Semester, das wird sich zeigen. Die Vorlesungen werden aufgezeichnet, vorab meistens schon. Wir machen keine Live-Vorlesungen, zumindest noch nicht am Anfang. Zwischendrin kann es sein, dass wir irgendwelche Webinars machen, so als Zentralübung mit allen Teilnehmern dieser Vorlesung. Das werden wir aber dann noch sehen, ob sich das skalierbar realisieren lässt. Also hier, dieses sind die Kanäle, über die wir die Vorlesung zur Verfügung stellen. Einmal wäre es die Webseite zu dieser Vorlesung, die Sie über unsere Homepage erreichen oder über diese Adresse, Teaching Sommersemester 20 Impel.db. Wenn ich nochmal draufklicken, das ist also genau diese Seite, wo alle Übungsblätter, Videos, Folien vernetzt sind. Und auch viele Tools. Also das werden Sie später im Semester dann auch sehen, was für Tools da zur Verfügung stehen, die Sie dann auch verwenden sollten. Damit das Ganze auch skaliert für große Vorlesungen, haben wir auch einen YouTube-Kanal eingerichtet, über den diese Vorlesung zur Verfügung gestellt wird. Einmal zum Download. Hier ist der YouTube-Kanal. Ich probiere mal kurz auf. Enthält auch diese Buchreihe. Und hier werden die Videos zeitnah zur Verfügung gestellt. Jetzt im Moment noch nichts vorhanden. Und zusätzlich werden wir auch diese Vorlesung streamen über den YouTube-Kanal. Das wird Herr Schmeißer bitte so einrichten, dass die jeweils zum Vorlesungstermin auch gestreamt werden, sodass Sie auch Ihren Tag strukturieren können und sich fühlen wie in einem regulären Semester. Wenn Sie nicht die nötige Internetbandbreite zur Verfügung haben, können Sie natürlich die
das Video auch vorab herunterladen und dann bitte auch zum gleichen Termin sich anschauen. Ja, die Übungen voraussetzen, dass Sie diese Videos genau zu diesem Termin oder früher schon angeschaut haben. Ups, etwas verrutscht. Jetzt kommen wir zum Ablauf der Übungen, glaube ich, als nächstes Jahr. Und das wird der Herr Bendel übernehmen. Ja. Also wir haben dieses Jahr 12 Übungswochen mit hier einem Übungsblatt. Die neuen Übungsblätter und die Lösungen der Vorwoche schalten wir jeweils freitags auf unserer Homepage frei. Der Übungsbetrieb findet noch nicht in dieser Woche frei statt, sondern erst ab der zweiten Woche. Und wir haben auch noch 2 vorlesungsfreie Donnerstage. An diesen Donnerstagen wird auch keine Vorlesung stattfinden und es wird auch nichts hochgeladen werden. Die Übungen finden aber trotzdem statt. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Zwischen dem 1.6. und dem 14.6. sind sehr viele Feiertage wegen Pfingsten und von Leichnam. Also sind diese beiden Wochen in einer Übungswoche zusammengefasst und Ihre jeweiligen Tutoren koordinieren den Termin, wann die Tutorübung stattfindet. Wir haben also dieser Termin ist entweder in der ersten Woche oder in der zweiten Woche, aber ja, genau. Meistens zum regulären Übungstermin. Ja, also der Wochentag wird gleich bleiben. Wir haben insgesamt 22 Tutorgruppen, die von 11 Tutoren geleitet werden. Und die Anmeldung zu den Tutorübungen findet wie gewohnt über TUM Online statt. Und sie wird ab dem 23.04. um 21 Uhr abends freigeschaltet. Die Tutorübungen selber sind, da wir das Semester virtuell stattfinden lassen, virtuell und finden in unserem Fall über BigBlueButton statt. Unter der Webseite, die unten verlinkt ist und von der wir später noch einen Screenshot sehen, sind alle Tutorübungen übersichtlich aufgelistet und Sie können sich einfach den festen Raum, diesen Link klicken und können sich in den Raum einloggen und in Ihrer Tutorübung teilnehmen. Der Raum ist auch fest und ändert sich von Woche zu Woche nicht. Wir haben auch ein Bonussystem, das wie gehabt die aktive Teilnahme mit den Übungen belohnt. Auf der nächsten Folie sind noch ein paar Details. Wenn Fragen auftreten sollten zum Übungssystem, fragen Sie bitte zuerst Ihren Tutor. Und wenn der Tutor keine Antwort unmittelbar hat oder wenn weitere Nachfragen dort sind, fragen Sie bitte per i3erdb@intum.de uns als Übungsleiter und setzen Sie bitte Ihren Tutor in CC. Dann wissen wir auch, was der Tutor Ihnen bis jetzt gesagt hat und haben so möglichst einheitliche Antworten. Für die Klausur haben wir auch noch keine Details. Ich gehe mal auf diese Seite. Ja, diese Seite. Auf dieser Seite finden Sie die Termine und auch die Namen der Übungsleiter. Oft sind da auch die BigBlueButton-Räume schon mit angegeben, über die Sie mit den Tutoren dann kommunizieren, über die die Übungen dann stattfinden. Die wird dann auch im Laufe des Semesters aktuell gehalten. Ja? Also das ist, suchen Sie sich da einen Termin aus und versuchen Sie dann, genau diesen Termin über TUM Online zu bekommen. Das ist ein First-Come-First-Serve-System. Hier, also sobald die Übungen voll sind, müssen Sie sich bitte eine andere Übung aussuchen. Sollte in diesem Semester kein Problem sein, da ja die ganzen Fahrzeiten wegfallen. Die Übungen sollten nicht mehr als etwa 20 Leute enthalten, damit das auch noch einigermaßen interaktiv über BigBlueButton stattfinden kann. Herr Bendel, übernehmen Sie wieder. Also Klausur hatten Sie angegeben, da wissen wir noch nichts darüber, wie das ablaufen wird. Vielleicht in großen angemieteten Räumen oder dergleichen. Bereiten Sie sich gewissenhaft darauf vor. Ja, sobald wir da mehr wissen, lassen wir es Sie auch wissen. Gut, dann haben wir noch ein paar Details zum Bonussystem. Das Bonussystem ist ähnlich wie im letzten Jahr. Es gibt insgesamt 0,3 Notenbonus bei einer bestandenen Prüfung. Um diesen Notenbonus zu bekommen, müssen Sie insgesamt 14 Punkte sammeln. Die setzen sich wie folgt zusammen. Wenn Sie eine Aufgabe vorstellen in der Tutorübung, bekommen Sie einen Bonuspunkt. Und wenn Sie in einer Woche aktiv teilnehmen, bekommen Sie auch einen Bonuspunkt. Da wir in diesem Semester rein virtuelle Übungen haben, schicken die Studenten, also Sie, Ihrem Tutor die Aufgaben im Vorhinein per E-Mail. Der Tutor wählt sich dann einige der Studenten aus und diese stellen dann in der Tutorübung ihre Aufgaben vor, ihre Hausaufgaben und bekommen dann einen Bonuspunkt. Einen Bonuspunkt gibt es außerdem auch für die aktive Teilnahme in der Tutorübung. Das bedeutet, man wählt sich dort ein und beteiligt sich auch in der Tutorübung. Und der Tutor wird eventuell auch Nachfragen stellen
und sie in das Übungsgeschehen einbinden, auch wenn wir alle nur virtuell in einem Raum sind und nicht tatsächlich in einem Raum sind. Falls Sie es wieder erwarten nicht schaffen sollten, Ihre Tutorübung zu besuchen, können Sie in der gleichen Woche eine andere Tutorübung beim anderen oder dem gleichen Tutor besuchen und die Punkte zählen auch für diese Woche. Diese 12 plus 2 Punkte sind diese 14 Punkte und setzen sich zusammen aus 12 Anwesenheitspunkten für die 12 Übungswochen und die 2 Punkte für 2 vorgestellte Aufgaben. Und dieser Notenbonus ist gültig für die Prüfungsperiode Sommersemester 20. Das wären dann die beiden Klausuren, die jetzt entweder direkt nach der Vorlesungsperiode hoffentlich sind oder die Wiederholungsklausur. Mehr Informationen dazu finden Sie auch noch auf unserer Vorlesungswebseite, die Professor Kemper schon mehrfach gezeigt hat. Und hier ist auch nochmal die Übersicht über alle Übungen, die wir haben. Wie Sie sehen, sind die Übungen auch gut verteilt. Es sollte jeder einen Zeitslot finden, zu dem er Zeit hat. Und auch am Donnerstag haben wir extra Zeit gelassen, dass Sie sich in dieser Zeit die Vorlesung anschauen können und Ihren Tag dementsprechend strukturieren können. Gut, dann übernehme ich jetzt nochmal kurz, um Ihnen den Inhalt der Vorlesung zu erläutern. Wir setzen an nach der Vorlesung Grundlagen Datenbanken. Das setzen wir voraus. Komme ich gleich noch dazu. Wir fangen an mit Transaktionsverwaltung, Fehlerbehandlung und Recovery, Mehrbenutzersynchronisation. Das sind wichtige Konzepte, wenn Sie ein skalierbares Datenbanksystem betreiben müssen. Damit muss man sich als Datenbankadministratoren auseinandersetzen. Und danach geht es dann weiter in Sicherheitskonzepte, objektorientierte Datenbanken, deduktive Datenbanken und verteilte Datenbanken. Dann kommen wir zu den wichtigen betrieblichen Anwendungen, Data Mining, Data Warehousing, dann Hauptspeicherdatenbanken, Internetdatenbankanbindung und XML. Dann das ganz wichtige Thema Big Data und Leistungsbewertung. Es schließt dann diese Vorlesung ab. Mehr dazu dann natürlich im Laufe der Vorlesung. So. Voraussetzung für diese Vorlesung ist der Inhalt der Grundlagenvorlesung Datenbanken. Die hat jeder von Ihnen schon mal gehört, hoffe ich. Sie sollten in der Lage sein, den konzeptuellen Entwurf durchzuführen, alternativ UML-Entwurf, den Implementationsentwurf, gute relationale Schemata bearbeiten, dann Relationenalgebra und Tuppelkalkül und sehr gute SQL-Fingerfertigkeit. Bitte üben Sie das. Dafür gibt es unsere Webseite des eben schon erwähnten Hyper-Datenbanksystems, die ich schon erwähnt habe. Darauf klicke ich jetzt noch mal kurz. Da können Sie Ihre Fingerfertigkeit selber trainieren. Ich muss noch mal eben gucken, ob mein Earphone noch funktioniert. Ja, nicht mehr lange. Sorry. Also über diese hyper-db.de. Also noch einmal wiederholen. hyper-db.de. Über diese Webseite kommen Sie zu einem Webinterface, wo Sie zwei Schemata, vorgeladene Datenbanken, finden. Das ist einmal das Unischema, das Sie aus meinem Buch kennen oder kennenlernen werden. Da geht es um Professoren, Studenten, Vorlesungen und so weiter. Das ist eine sehr kleine Datenbank mit nur, 100 Tupeln. Da können Sie selber Anfragen stellen. Zusätzlich haben wir dort aber auch noch ein betriebswirtschaftliches Datenbanksystem hinterlegt. Das ist ein Benchmark-Schema. Da geht es um Verkäufe. So ein kleines Amazon-Schema ist das so ähnlich. Ja? Mit Kunden, Lieferanten, Produkten, die verkauft werden und Bestellungen mit den Line-Items. Können Sie sich da anschauen und da können Sie dann selber Anfragen stellen. Da gibt es schon ein paar vorgefertigte Anfragen, zum Beispiel Query 7, zeige ich Ihnen hier nochmal kurz. Das sind so standardisierte Benchmark-Anfragen. Da wird zum Beispiel der Handelsüberschuss zwischen Frankreich und Deutschland ermittelt. Einmal französischer Lieferant und deutscher Kunde und umgekehrt über die Jahre gesehen.
Ja, das wäre eine typische betriebswirtschaftliche Anwendung. Sieht auf den ersten Blick jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber ich setze voraus, dass Sie solche Anfragen selber schreiben können. Also diese Fingerfertigkeit müssen Sie sich selber beibringen, dass Sie so etwas schaffen. Ja, da können Sie dann so eine Anfrage hier bei uns auch laufen lassen und kriegen dann den Handelsüberschuss über die. Das sind etwas alte Datenbestände, weil das ein Benchmark ist. Und dort sieht man dann den Überschuss. Ja, also diese beiden Schemata können Sie verwenden, um Ihre Fingerfertigkeit in SQL zu trainieren. Das setzen wir in dieser Vorlesung tatsächlich voraus. Dann relationale Entwurfstheorie sollte Ihnen bekannt sein. Indexstrukturen wie Hashing und B-Bäume sollte nichts Unbekanntes sein. Der Herr Schmeißer ist zum Beispiel ein B-Baum-Experte. Dann auch Join-Algorithmen. Herr Bandle ist Experte in Join-Verarbeitung. So etwas sollten Sie schon gelernt haben. Okay, Optimierung von Anfragen hatte ich schon gesagt. Logische und physische Optimierung. Sie sollten wissen, wie mein Join abläuft und so weiter. Das ist der Inhalt dieser Vorlesung. Anfangen tun wir dann natürlich jetzt gleich mit der Transaktionsverwaltung und dazu sehen wir uns dann gleich wieder. Kommen wir jetzt zu Kapitel 9. Das ist ein bisschen überlappend mit der Grundlagenvorlesung. Wenn Sie also in meiner Grundlagenvorlesung im letzten Semester waren, dann kennen Sie dieses Kapitel oder diese paar Folien schon. Aber das schadet nicht, weil das ist eines der wichtigsten Themen im Datenbankbereich. Manche Leute sagen, dass das Transaktionskonzept der wesentliche oder der wichtigste Beitrag der Datenbankforschung für den Rest oder der Datenbankentwicklung für den Rest der Informatik gewesen ist. Ja? Weil das so zentral ist, das Transaktionskonzept. Ja? Wird heute auch in Betriebssystemen, in verteilten Systemen, überall wird es eingesetzt. Ja? Und die Grundidee des Transaktionskonzeptes ist dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ja? Also eine typische Transaktion, die Sie vielleicht am Bankautomaten durchführen können, ist, dass Sie einen Transfer machen von A nach B. Nehmen wir an, A ist Ihr Girokonto und Sie kriegen von Ihrer Oma oder so zum Geburtstag, haben Sie überschüssiges Geld bekommen, falls das jemals passieren könnte. Und Sie wollen jetzt 50 Euro vom Girokonto auf Ihr Sparkonto transferieren. Ja? Dann könnten Sie hier in einer Anwendung würde dann der Zustand von A würde gelesen in eine interne Variable A. Da wird er um 50 reduziert und dann wird das A geändert zu diesem reduzierten Wert. Dann wird Kontostand B gelesen. B wird intern um 50 erhöht in dem Applikationsprogramm und dann wird es zurückgeschrieben in die Datenbank. Ja? Und da erwarten Sie natürlich, dass das System nicht hier in der Mitte abstürzt, ja, und Ihr Konto A um 50 reduziert ist, aber auch B nicht auftaucht, ja, das geht nicht. Also so ein Absturz muss dazu führen, dass der Kontostand von A auch beibehalten wird, vor dieser Aktion. Aber bei einem Absturz mitten in der Transaktion gilt das Nichts-Prinzip. Es wird nichts in der Datenbank auftauchen. Und nach Ende der Transaktion muss alles in der Datenbank sein. Und dauerhaft. Es darf niemals verloren gehen. Ja, denken Sie daran, Sie haben, was weiß ich, im Lotto gewonnen, 1 Million, haben Sie einen Koffer dabei und bringen es in Ihre Bank. Ja, und zahlen es auf Ihr Konto ein. Na, Sie werden es auf 10 Banken verteilen jetzt, damit Ihnen nicht so etwas passiert wie in Zypern. Ja, also, Sie gehen jetzt zur ersten Bank, zahlen da 100.000 ein und gehen dann wieder raus und dann, egal was passiert, schlimmste Sachen können hier passieren. Ja? Wir haben es erlebt, 9-11 in New York, ja, da sind die Rechenzentren von vielen Banken sind da zerstört worden. Ja? Trotzdem haben diese Banken niemals Daten verloren. Ja? Das ist Aufgabe der Datenbankadministratoren, dafür zu sorgen, dass sobald eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen ist, dürfen diese Daten niemals verloren gehen. Ja, die Effekte dieser Transaktion müssen erhalten bleiben, egal was passiert. Ja, das erwarten Sie auch als Einzahler eines Lottogewinns. Ja,
Okay, klassischerweise würde man eine Transaktion beginnen in einer Anwendungsapplikation. Sie beginnen eine Transaktion und da werden Sie verschiedene Operationen hier machen in der Transaktion und dann wird die Transaktion abgeschlossen. Als Anwendungsentwickler haben Sie hier die Möglichkeit, zwei Sachen zu machen. Entweder ein Commit, dann ist es festgeschrieben und erst zu diesem Zeitpunkt dürfen Sie auch Seiteneffekte als Anwendungsprogrammierer nach außen geben. Ja? Leuchtet ein, wenn das eine Applikation ist, die den Bankautomaten steuert, ja, dann sollten Sie nicht schon hier an dieser Stelle 200 Euro oder 500 Euro auszahlen. Ja? Denn der Benutzer kann ja immer noch den roten Knopf drücken und sagen, hey, ich will die Transaktion doch nicht machen. Ja? Dann ist das Geld weg. Ja? Das geht nicht. Sie müssen hier bis zum Commit warten. Ja? Denn auch das Datenbanksystem kann ja noch sagen, nee, das schaffe ich nicht, diese Transaktion durchzuführen. Könnte ja auch eine Überziehung am Kontostand sein oder sonst was. Ja? Okay, Sie haben aber auch die Möglichkeit, hier ein Abort durchzuführen. Ein Abort wird dazu führen, dass alles, was hier gemacht wurde, rückgängig gemacht wird. Wird alles rückgängig gemacht. Und die Transaktion hat es nie gegeben im System. Setzt natürlich auch voraus, dass diese Zwischenzustände niemals zu sehen sind für andere Leute. Ja? Okay, manche Transaktionssysteme erlauben Ihnen auch, solche Sicherungspunkte zu setzen. Wenn das besonders lange Transaktionen sind, dann wäre es unschön, wenn bei einem Fehler, der hier auftritt, wenn dann alles rückgängig gemacht wird. Also Sie haben hier möglicherweise Minuten oder auch Stunden daran gearbeitet für eine Design-Transaktion oder so. Manche Systeme erlauben es Ihnen, hier an dieser Stelle so einen Sicherungspunkt zu setzen, Safe Point, SP nennen wir es mal. Ja? Und wenn dann hier doch ein Fehler stattfindet, dann können Sie an dieser Stelle hier nach hierhin zurücksetzen und von da aus geht es dann wieder weiter. Ja, dann würden Sie, dann würde alles das, was hier stattgefunden hat, das würde verloren gehen. Aber dann an dem Sicherungspunkt kann man wieder aufsetzen und weitermachen. Ja? Typisches Beispiel, da wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber was man gerne hätte, wäre, Sie machen eine Reiseplanung. Ja? Sie fangen an mit einem schönen Hotel, das Ihnen zusagt. Danach buchen Sie einen Mietwagen und dann gehen Sie zur Lufthansa oder zur Airline Ihrer Wahl und versuchen einen Flug zu bekommen. Das geht nicht. Dann wäre alles zurückgesetzt, wenn Sie einen Abort machen. Aber Sie könnten auch zu dem Zustand zurückgehen, wo Sie einen Mietwagen haben und sagen, okay, jetzt versuche ich eine andere Airline oder versuche einen Zug oder was auch immer, oder mit dem Bus, ja? Also, dass diese Möglichkeiten existieren. Okay, für den Abschluss einer Transaktion gibt es also zwei Möglichkeiten. Einmal erfolgreiches Commit und eine Board, dann muss alles weg sein, ja? Das Commit setzt voraus, dass alles erhalten bleibt. Okay, und dann gibt es vier Paradigmen, die müssen sich einprägen, die für ein Transaktionssystem gelten. Und diese Paradigmen heißen ACID. Hat nichts mit Säure zu tun, sondern ist einfach ein Akronym. Das A steht für Atomarität, alles oder nichts. Eine Transaktion wird ganz durchgezogen oder gar nicht. C steht für Konsistenz. Konsistenz bedeutet, die Datenbank ist am Anfang in einem konsistenten Zustand, danach ist hier eine Transaktion, die wird ja auf der Datenbank sich widerspiegeln. Danach ist die Datenbank am Ende der Transaktion, hier beim Commit, nach dem Commit, das ist das Commit, das ist für consistent, danach ist die Datenbank in einem anderen Zustand, C', aber der ist auch konsistent, ja? Zwischenzeitlich können Konsistenzbedingungen verletzt sein. Ja, also hier an dieser Stelle kann es inkonsistent sein. Lässt sich manchmal nicht vermeiden. Aber danach ist alles wieder im grünen Bereich. Soll heißen,
alle referenziellen Integritätsbedingungen, alle Fremdschlüssel zeigen wieder auf vernünftige auf Tuppel. Ja, wenn ein Fremdschlüssel kein Begriff ist, verweise ich wieder aufs Wochenende. Also Foreign Keys müssen auf existierende Tuppel verweisen. Aber auch andere nutzerdefinierte oder andere spezifische Konsistenzbedingungen müssen eingehalten sein. Zum Beispiel, dass ihr Überziehungskredit nicht ausgeschöpft ist oder überzogen ist. Ja? Also dass ihr das Konto nicht überzogen haben. Gut, der nächste Begriff ist Isolation. Isolation verlangt, dass egal, also hier haben wir eine Datenbank, geben wir der vielleicht einen Namen, Lufthansa. Dann haben wir hier ja zig, hundert oder vielleicht sogar tausende von Benutzern, die gleichzeitig auf diese Datenbank zugreifen. Ja, und Isolation bedeutet, konzeptuell bedeutet es, jedem dieser Benutzer wird vorgegaukelt, dass er oder sie die Einzige ist auf dem Datenbanksystem. Alles drumherum darf nicht wahrnehmbar sein. Ja? Und die Isolation wird in Datenbanksystemen so realisiert, dass wir Serialisierbarkeit verlangen. Serialisierbarkeit bedeutet, wir können diese Benutzer, diese Transaktionen, die ja hier von Benutzern irgendwie angestoßen werden oder auch von Maschinen, ja, die können wir in einen seriellen Zustand oder in eine serielle Reihenfolge bringen, mit genau dem gleichen Effekt, den sie durch die Parallelausführung auch erzielen. Ja. Aber dazu kommen wir dann im Kapitel 11, ist es, glaube ich. Ja. Also nächste Woche werden wir uns mit Isolation beschäftigen. Heute beschäftigen wir uns mit den ersten beiden Themen. Mit A, Atomarität, und D, Dauerhaftigkeit, und C vielleicht auch in Ansätzen. Ja? Isolation werden wir heute noch nicht so stark behandeln. Also Dauerhaftigkeit, da gilt, das können Sie sich lebhaft vorstellen, Sie versetzen sich wieder in die Lage, Sie zahlen den Lottogewinn ein. Nehmen wir an, Sie hätten das im World Trade Center bei einer Bank gemacht, kurz vor dem Anschlag. Dann erwarten Sie, dass auch nach so einem katastrophalen Anschlag, bei dem ganzen Rechenzentren der Banken zerstört wurden, erwarten Sie, dass Ihr Lottogewinn immer noch da ist. Ja? Und bis auf eine Ausnahme, bis auf eine Bank, war das auch so. Ja? Die Banken waren alle hinreichend gut abgesichert mit ihrer Datenverarbeitung, dass die ihr Geschäft wieder aufnehmen konnten. Ja? Also Dauerhaftigkeit, egal was passiert, Überflutung, Erdbeben, Tsunami, Terroranschlag, Feuersbrunst oder auch Sabotage. Sabotage sollte man nicht unterschätzen. Ja? Egal was passiert, Sie müssen die Dauerhaftigkeit garantieren. Damit beschäftigen wir uns heute. Ja, und wir als Datenbankadministratoren sind auch persönlich haftend dafür, dass das funktioniert. Ja, wenn Sie da einen Fehler machen, dann ist das so wie ein Kunstfehler eines Arztes. Ja, können Sie persönlich belangt werden. Und die nennen sich ja dann irgendwann mal Master of Science mit einer guten Ausbildung in Datenbanken, und dann traut man ihnen das zu. Und wenn sie da versagen, dann sind sie persönlich haftend. Ja, also insofern kann es gut sein, dass die heutige Vorlesung die wichtigste für ihre Karriere ist, zumindest für ihr persönliches Vermögen. Ja? Okay, hier ist es nochmal dargestellt, für was passiert. Also hier haben wir eine Transaktion T1. T1 ist vollständig abgeschlossen mit einem Commit hier. Solche Transaktionen nennen wir Winner. Winner sind Transaktionen, die es bis zum Commit geschafft haben, ohne dass zwischenzeitlich ein Systemabsturz oder sonst was war. Ja? T2 kann selber nichts dafür, aber T2 wird als Loser hier
eingesortiert, ja? Ich glaube, Loser schreibt man hier tatsächlich mit einem O, ne? Kommt nicht von Hank Loose oder so, ne? Also, als Verlierer-Transaktion. Denn T2 hat zwar hier viel gemacht, möglicherweise, aber zum Zeitpunkt des Absturzes hatte T2 noch keinen Commit abgesetzt, ja? Das heißt, insofern ist das ein Loser, eine Loser-Transaktion. Und das Schicksal von T2 bei diesem Absturz ist klar, T2 wird vollständig zurückgesetzt. Nachdem das System wieder angelaufen ist, hat es den Zustand, als wenn es T2 nie gegeben hätte. Ja? Also es leuchtet auch ein, ja? Also bezogen auf den Lottogewinn wiederum. Ja? T1 wäre, Sie gehen in die Bank mit dem Lottogewinn und zahlen ihn ein und Sie kriegen schon den Commit. Ja, und dann stürzt das Gebäude ein. Ja, dann haben Sie nichts mehr davon, aber die Erben schon. Wohingegen bei T2, wenn der da den Lottogewinn versucht hat einzuzahlen und das Gebäude stürzt ein zu dem Zeitpunkt, haben auch die Erben nichts mehr davon. Ne? Weil das Geld nicht verbucht ist. Ja, okay. Also die Transaktionsverwaltung in SQL, die werden sich fragen, oder viele von Ihnen werden diese Befehle noch nie gesehen haben in ihrem Umgang mit Datenbanken, oder? Wer hat schon mal tatsächlich den Befehl Commit Work abgesetzt in SQL? Also doch relativ wenige. Wer von Ihnen hat denn schon mal einen Begin of Transaction Befehl abgesetzt? Ja, jetzt wäre ich aber hellhörig. Den gibt es nämlich gar nicht. Bitte? Begin Transaction gibt es in welchem System? Bitte? Ja? Oh, normalerweise gibt es den nicht. Eigentlich ist der implizit, oder? Man kann auch explizit machen. Okay, normalerweise ist es so, dass ein System, die fangen einfach mit der Okay, ich glaube Ihnen das. Also ich habe ihn noch nie verwendet. Also normalerweise fängt ein System automatisch mit einer Transaktion an und erst mit Commit ist sie beendet und dann fängt die nächste an. Ja, implizit. Die meisten Systeme sind wenn Sie sie defaultmäßig installieren, sind so vorkonfiguriert, dass Sie ein sogenanntes Auto-Commit haben. Auto-Commit bedeutet, dass jedes SQL-Statement automatisch eine Transaktion ist und committed wird. Ja? Das müssen Sie ausschalten. Wenn Sie einen Bankautomaten programmieren, ja, dann müssen Sie das Auto-Commit als erstes mal ausschalten, weil sonst würde das ja alles zu kleinen Transaktionen führen. Ja? Das ist nicht gewollt. Ja, also Auto-Commit schalten Sie auf off. Und damit haben Sie dann volle Kontrolle. Dann können Sie hier mit einem expliziten Begin-Transaction, habe ich was dazu gelernt, oder einfach implizit eine Transaktion beginnen und mit Commit oder mit Abort abschließen. Und dann fängt die nächste an. Ja? Das Commit dürfen Sie aber auch nicht vergessen. Nicht, dass Sie da, was weiß ich, jede Menge Aktivitäten machen und dann das Commit vergessen und Ihr Programm beenden. Ja? Dann ist das automatisch eine Abort. Ja. Ja, okay, das ist auch eine Möglichkeit, dass die Transaktion dann bestehen bleibt. Wir nennen so etwas Zombie-Transaktionen. Passiert aber auch ohne, dass man beendet. Es gibt viele Leute, die beginnen eine Transaktion und gehen dann Kaffee holen oder so. Ja? Die bereiten große Probleme, diese Zombie-Transaktionen. Weil die blockieren Sachen. Wir kommen später noch zu Sperrprotokollen und so. Heute nicht, nächste Woche. Die blockieren also den Betrieb des Datenbanksystems sehr stark. Ja? Okay, hier ist nochmal ein Beispiel gezeigt, bezogen auf unsere Universitätsdatenbank, die
viele von Ihnen kennen, aber nicht alle, nehme ich an. Hier ist eine Beispielsequenz für das Einfügen. Also hier beginnt die Transaktion, geht jetzt von oben nach unten. Ja, also das wäre die Transaktion. Und hier ist ein Einfügevorgang, da wird eine Vorlesung eingefügt in unser Vorlesungsverzeichnis. Da wird die Vorlesung Kernphysik eingefügt. Das hier ist die Vorlesungsnummer für diejenigen, die das nicht kennen. Vorlesungsnummer, das ist der Titel. Das sind die Semesterwochenstunden und das hier heißt in unserer Datenbank gelesen von. Und das ist ein Foreign Key, ein Fremdschlüssel, für den gilt References Professoren. Ja, das ist die Syntax für das Festlegen eines Foreign Keys, wenn Ihnen das noch nicht vertraut ist. Ja? Also, gelesen von ist dieses Attribut. Und zu diesem Zeitpunkt, wo diese Vorlesung hier eingefügt wurde, gibt es Liesel Meitner noch gar nicht in der Datenbank. Die wird zu diesem Zeitpunkt hier erst eingefügt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hier geht der Fremdschlüssel ins Leere. Das heißt, das ist eine Verletzung der referenziellen Integrität. Hier wird jetzt Liesel Meitner eingeführt mit Rang C4, Büro, also das hier ist Personalnummer. Es ist der Primärschlüssel von Professoren. Der Fremdschlüssel verweist immer oder beinhaltet immer Werte eines Primärschlüssels. Ja? Das ist der Name, das ist Rang und das ist Raum. Okay? Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist hier eine Inkonsistenz. Also hier ist eine Inkonsistenz. Ja? Das wird aber nach der Lehre des Transaktionsbegriffs geduldet, weil danach, nachdem der zweite Einfügevorgang stattgefunden hat, ist alles wieder im Lot. Trotzdem, manche Datenbanksysteme, die erlauben Ihnen das hier nicht. Die sagen, na, du weißt doch nicht, was du da tust oder so. Ja, deshalb drehen Sie das um hier in der Regel. Fügen erst Liesel Meitner ein und dann die vorliegenden Kernphysik. Hier funktioniert das. Manchmal haben wir aber so zyklische Referenzen, ja. Denken Sie an die Relation Person oder Personen. Also mein Stift leidet im Moment. Name sei der Primärschlüssel, den unterstreiche ich, und dann Ehepartner. Ehepartner ist ein Foreign Key auf Person. Ja? Dann können Sie hier drehen und wenden, wie Sie wollen. Wenn Sie Mini einfügen und Mickey. Aber jetzt wird es ganz heikel. Vielleicht hört mich ja Microsoft über das Video. Und jetzt hier Steve Ballmer, ändert das endlich. Mickey und dann hier Mini, ja? Da können Sie nach einer möglichen Einfügereihenfolge suchen, solange Sie wollen. Sie haben immer irgendwo eine referenzielle Integritätsverletzung dabei, ja? Nein. Kennen die Tricks, können sich behelfen, indem sie erst einen Nullwert einfügen beim Ehepartner und dann das nachher überschreiben, aber wäre ja nicht so sauber, ja? Also, aber der Transaktionsbegriff erlaubt Ihnen die temporäre Inkonsistenz, solange es nachher alles wieder im Lot ist. Manchen Datenbanksystemen wie DB2 von IBM müssen Sie sagen, ich weiß, was ich tue, erlaubt mir eine temporäre Inkonsistenz, ja? Da gibt es spezielle Befehle dafür. Okay, hier ist es sogar gezeigt, ja, die Datenbank. Gut. Ja, Zustandsübergänge für Transaktionen. Transaktionen sind aktiv und von dem aktiven Zustand gehen sie in abgeschlossen. Im abgeschlossenen Wert, wenn alles in Ordnung ist, werden sie persistent. Das hier ist das D, dann sind Sie dauerhaft. Aber Sie als Anwendungsentwickler oder auch als Kunde, wenn Sie am Bankautomaten stehen, haben Sie ja immer noch den roten Knopf zur Verfügung. Ja? Sie können immer noch reingehen, ja, gib mal, was weiß ich, 500 Euro ab und dann gucken Sie sich um und stellen fest, ob vielleicht kriegen Sie, was weiß ich, in Harlem 500 Dollar oder so, durch Harlem zu laufen oder so.
ist vielleicht nicht so doll, dann können Sie immer noch Abbruch tippen. Aber sobald Sie den grünen Knopf betätigt haben, ja, sobald Sie den grünen Knopf betätigt haben, das hier ist der grüne Knopf, ja, am Bankautomaten, legen Sie das Schicksal in die Hand des Datenbanksystems sozusagen. Sie können nicht mehr zurück. Sie als Benutzer haben committed. Das Datenbanksystem kann sehr wohl noch zurück. Wenn Sie nämlich bei Ihrer dem Überziehungskredit Übergebühr in Anspruch genommen haben oder dergleichen, ja, dann werden Sie kein Geld bekommen, ja, auch wenn Sie den grünen Knopf 100-mal drücken. Ja. Das heißt, das Datenbanksystem kann auch aus anderen Gründen Ihnen noch die Transaktion abbrechen, aber Sie nicht mehr. Sie haben einmal commit gesagt und das war's. Ja. Also bevor Sie den grünen Knopf drücken, sollen Sie sich genau überlegen, ob Sie nicht doch den roten drücken wollen. Dann kommen Sie nämlich hier hin. Ja? Also hier ist aber noch die Möglichkeit, dass es trotzdem nach hier geht. Aber das ist nicht mehr in Ihrer Kontrolle. Diese Kontrolle haben Sie nicht mehr. Also wir kommen jetzt zum wichtigsten Kapitel für Ihre Karriere. Denke ich mal. Oder zumindest für Ihre eigenen Sicherheit. Also egal, was Sie machen, entweder Sie betreiben kein Datenbanksystem oder wenn Sie es betreiben, dann müssen Sie diese Thematik verinnerlichen. Denn Sie dürfen niemals Datenverlust riskieren. Also welche Arten von Fehler gibt es denn da, die Sie berücksichtigen müssen? Also ein ganz simpler Fehler ist, ein lokaler Fehler in der Anwendung. Also eine Transaktion, die im laufenden Betrieb ist, die kann man jederzeit abbrechen. Das kann ein Benutzer steuern am Bankautomaten. Das kann aber auch vom System initiiert werden, wenn zum Beispiel der Überziehungskredit ausgeschöpft ist. Oder es kann auch intern durch irgendwelche Maßnahmen des Systems in der Deadlock-Behandlung passieren. Ja, dazu kommen wir nächste Woche nochmal. Intern im System laufen Prozesse ab, die Deadlocks erkennen. Und die können Ihre Transaktionen als Opfer nehmen und sagen, okay, diese Transaktion, die stört hier, die muss weg. Ja? Also das ist ein lokaler Fehler. Wirkung ist hierbei, es muss einfach alles zurückgesetzt werden. Das nennen wir im Fachjargon Undo. Oder diese Transaktion muss undone werden. Aber man sagt immer nur undo, diese Transaktion. Das nennen wir die R1 Recovery. Das heißt, diese Transaktion hier, die wird vollständig zurückgesetzt einfach. So als wenn es sie nie gegeben hat im System. Es ist Sache Ihres Anwendungssystems, die neu zu starten, wenn sie wichtig war oder so. Ja? Dann gibt es den Fehler mit Hauptspeicherverlust. System stürzt ab, weil, was weiß ich, der Stecker gezogen wird oder das Betriebssystem abstürzt oder dergleichen. Ja? Meistens sind es aber die Datenbanksysteme, die abstürzen. Ja? Aber der Hauptspeicherinhalt ist weg. Dazu muss man hier berücksichtigen. Hier, das ist die Architektur, die Sie sich nochmal verinnerlichen müssen. Heutzutage ist es immer noch so, dass das Gros der Datenbank hier auf dem Hintergrundspeicher gesichert ist. Dort befinden sich die Seiten mit den Daten. Aber einzelne Seiten sind im System Puffer. Diese Seite hier ist hier eingelagert im System Puffer und diese hier auch. Und Sie sehen hier einen Unterschied, dieses Strichlein hier beim A, das ist schon wieder auf dem Hintergrundspeicher, aber dieser Strich hier, das geänderte C, das befindet sich noch nicht auf dem Hintergrundspeicher. Ja, also manche Seiten sind, Inhalte sind nur im Hauptspeicher, manche sind schon wieder auf dem Hintergrundspeicher und so weiter. Ja. Wenn aber jetzt der Server abstürzt, dann ist das hier alles weg. Das A' ist zufällig hier, aber das C', das fehlt. Ja? Es kann auch sein, dass das A' gar nicht gewollt ist. Ja?
Okay, und das nennen wir Fehler mit Hauptspeicherverlust. Das ist nicht so einfach in den Griff zu bekommen, denn diese Datenbankpuffer, die sind heutzutage hunderte von Gigabyte groß. Ja? Wir haben heute Datenbankserver mit einem Terabyte Hauptspeicher oder mehr. Ja? Das heißt, da hat man leicht mal hier so einen Datenbankpuffer von 100 Gigabyte oder mehr, ja? Der da verloren geht. Okay, und jetzt müssen wir hier zwei Arten der Recovery durchführen. Einmal die R2 Recovery. Da geht es darum, abgeschlossene Transaktionen zu erhalten. Das ist die Dauerhaftigkeit. Das ist das D in dem ACID. Und noch nicht abgeschlossene Transaktionen müssen zurückgesetzt werden. Das ist die R3 Recovery. Welchen Buchstaben schreibe ich hier hin? Da habe ich D hingeschrieben. Welchen Buchstaben schreibe ich hier hin? Bitte? A. Ah. Was hat jemand gesagt? F? Nee. Das ist A, ja? Atomarität. Transaktion ist ganz oder gar nicht im System. Und da die nicht abgeschlossen war, muss sie ganz raus, weg damit, ja? C vielleicht auch, aber der Zustand der Datenbasis ist sicher auch inkonsistent. Aber hier, das Hauptanliegen ist hier A. A ist der Buchstabe, der damit gemeint ist, Atomarität. Ja? Und hier bei der R1 Recovery auch, das ist eigentlich auch das A, ne? Da muss alles weg. Gerade das Gegenteil von D, ne? Da soll nichts erhalten bleiben. Okay, und dann Fehler mit Hintergrundspeicherverlust. Das ist dann schon schwerwiegender, ja? Schauen Sie sich das an, da ist nicht nur hier. Ich schreibe das mal hier hin. Hier haben wir in der Größe von ein paar x 100 Gigabyte. Hier haben wir in der Größenordnung von Terabytes. Manche Datenbanken haben auch Petabyte Größe, ja. Aber jetzt geht es darum, dass der auch weg ist, ja. Auch das hier ist weg. Ja, das ist natürlich schon eine katastrophale Sache. Wenn Sie allerdings nicht aufgepasst haben, könnte es ausreichen, Terabyte, sagen wir mal doch lieber Petabyte. Ja, wenn Sie nicht aufgepasst haben, könnte es sein, dass Sie den gesamten Hintergrundspeicher verlieren, nur weil eine Platte kaputt ist. Ja? Aber Sie würden ja, weil Sie ja das Kapitel 7 gut gelernt haben, würden Sie ja für einen Datenbankbetrieb immer ein RAID-System dahinter schalten, um wenigstens die Wahrscheinlichkeit oder die dafür zu sorgen, dass es selten vorkommt, dass der Hintergrundspeicher weg ist. Aber trotzdem wird er irgendwann verschwunden sein, ja? Durch Feuer, durch Tsunami, Sabotage, Softwarefehler, die da auch auftreten können und so weiter, ja? Also Sie können es nicht verhindern, dass der Hintergrundspeicher, wenn der weg ist, ist natürlich das ja auch weg, ja? Es ist nicht vorstellbar, dass Sie den Hauptspeicher behalten, aber der Hintergrundspeicher ist weg, ja? Okay, und das ist die R4 Recovery. R4 Recovery, das können Sie sich leicht vorstellen, kriegen Sie nur in den Griff, indem Sie außerhalb des Gebäudes Sachen materialisieren, Sachen protokollieren. Ja? Also es ist ja nicht denkbar, dass, nehmen wir wieder das World Trade Center, ja? Die konnten ihre Datenbank natürlich nur rekonstruieren, weil jede Transaktion außerhalb des World Trade Centers protokolliert worden ist. Ja, Bankenprotokolle sind relativ paranoid, die protokollieren nicht nur in Frankfurt, die Deutsche Bank, sondern und nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, sondern die schreiben alle Protokolle jeder Transaktion weltweit auf verschiedene Kontinente. Ja. Also ganz Europa kann verschwinden, ohne dass die Deutsche Bank Daten verliert. Okay, wird hoffentlich nicht passieren, aber gut. Okay, zur Speicherhierarchie, da müssen wir uns jetzt nochmal Gedanken machen, wie denn, was für Auswirkungen die Speicherhierarchie auf die Transaktions- oder die Absicherung der Transaktionen hat.
Also wir gehen von Folgendem aus. No Steal bei den Puffer-Seiten. Da geht es darum, so eine Seite hier, wie lange bleibt die im Hauptspeicher? Bleibt sie nur so lange drin oder kann man davon ausgehen, dass sie so lange drin bleibt, wie eine Transaktion, die sie bearbeitet hat, läuft? Also diese Transaktion hat ja das A zum A' gemacht. Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen. Können wir davon ausgehen, dass diese, wir nennen das eine dreckige Änderung, ja? Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, wir nennen es Dirty Data. Vielleicht klingt das nicht ganz so schlimm wie dreckig, ja? Also es ist A' ist Dirty Data. Warum? Weil die Transaktion nicht abgeschlossen ist. A' darf der Welt nie zu sehen sein. Denn A, diese Transaktion T könnte ja noch vollständig abgebrochen werden. Das heißt, das A' hat dann eigentlich nie existiert. Deshalb nennen wir es Dirty Data. Aber aus irgendeinem Grund ist das A' jetzt hier schon auf die Platte gewandert. Und das nennen wir Steal. Das heißt, einer laufenden Transaktion wird ein Datum weggenommen und auf die Platte geschrieben. Und das wird immer passieren, weil diese Transaktionen können lange laufen und irgendwie wird dann jedoch Platz benötigt oder es gibt einen Schreiber, der immer geänderte Seiten auf die Platte schreibt, damit da nicht zu viel Inhalt nur im Hauptspeicher ist. Ja. Also das heißt, wir haben hier das Problem bei Steal, dass hier Dirty Data auf der Platte ist. Das ist ein Problem, ja? Okay, das ist bei Steal. Bei No Steal gäbe es das nicht, aber No Steal ist nicht anwendbar. Okay, jetzt geht es darum, wenn eine Transaktion abgeschlossen ist, betrachten wir jetzt das C. Nehmen wir hier eine andere Transaktion, die hat hier C zu C' gemacht. Und an dieser Stelle committed. Das heißt, jetzt ist C hier nicht mehr, C' nicht mehr dreckig, sondern C' muss dauerhaft sein. Aber es ist noch nicht auf der Platte. Sie kennen es, wenn Sie Ihre Bachelorarbeit geschrieben haben, da haben Sie dann mit LaTeX oder mit dem Texteditor alles auf die Platte gezwungen, um sich sicher zu sein, dass Sie, um sich ein bisschen sicher zu sein, ja? Wenn Sie das auf die Platte zwingen würden, dann würde man so etwas Force nennen. Aber das ist im Datenbankbereich nicht machbar. Das würde die Leistungsfähigkeit des Datenbanksystems viel zu stark einschränken. Das bedeutet, dass committete Daten, also das Force ist nicht möglich. Das heißt, wir arbeiten mit No Force. Und das bedeutet, dass committete Daten nur, es gibt committete Daten, die nur im Hauptspeicher sind und nicht auf der Platte. Ja? Okay, und hinsichtlich der Recovery gibt es dann diese Randbedingungen. Wenn Sie es schaffen würden, ein System zu bauen, das No Steal hat und Force, dann bräuchten Sie nie ein Undo und nie ein Redo machen. Ja, weil durch das Force wird eine committete Transaktion auf die Platte gezwungen und eine Transaktion, die abstürzt oder wenn der Hauptspeicher weg ist, dann sind auch alle Loser-Transaktionen automatisch weg. Ja? Denn die Loser befanden sich ja nur im Hauptspeicher und die Winner befanden sich alle vollständig auf der Platte. Das heißt, bei Hauptspeicherverlust haben die nichts zu machen. Ja? Simpel. So ein System kann man leider nicht bauen. Ja? Das geht nicht. Das wäre auch völlig, das wäre ja ein System, das wäre in einem Benutzermodus. Ja? Müsste nach jeder Transaktion alles auf die Platte schreiben. Dauert ewig. Ja? Okay, wenn wir nur No Force haben, dann müsste man ein Redo machen können, aber kein Undo. Weil beim Hauptspeicherverlust sind alle Loser weg. Ja? Loser befinden sich ja nur im Hauptspeicher. Loser-Änderung. Ja? Okay, leider ist es aber so, dass das hier die Standardsituation ist. Steal und No Force. Da ist ein Redo notwendig und auch ein Undo. Ja? Es gibt eine Ausnahme, Hauptspeicherdatenbank, die liegen hier. Zum Beispiel die Hauptspeicherdatenbank, die wir entwickeln, oder auch SAP HANA.
die sind hier, ja? Die machen kein Force, aber auch kein Steel, ja? Kein Steel, weil sie haben alles im Hauptspeicher, ja? Deshalb heißen die Hauptspeicherdaten, die schreiben nichts auf die Platte, die Platte. Ja? Das heißt, Redo ist da notwendig, also merken Sie das schon mal. Die Hauptspeicherdatenbank ist das. Aber für alle herkömmlichen diskbasierten Datenbanksysteme ist das hier zu lösen. Dass man ein Redo machen muss der Winner-Transaktionen und ein Undo der Loser-Transaktionen. Wir entschuldigen uns für beide Unannehmlichkeiten. Na, danke, Steve Ballmer. Okay, ich habe wahrscheinlich zu viel geschrieben. Okay, war das Kapitel 10, ne? Okay, also wir haben uns also hier mit diesem Quadranten jetzt zu beschäftigen. Ja, dann muss man noch die Einbringstrategie berücksichtigen. Wir gehen in der Regel von Update in Place aus. So arbeiten die meisten Datenbanksysteme. Update in Place bedeutet, wenn ich diese Seite hier zurückschreibe, dann hat die nur einen Speicherort. Das heißt, das A ist weg danach. Sie hat danach, nur, nachdem ich es zurückgeschrieben habe, nur noch ein A-Strich. Sie haben keine Möglichkeit, hier auf der Platte noch das A zu finden. Ja? Es gäbe auch die andere Alternative, so ein Twin-Block-Verfahren, wo man immer hin und her schreibt. Ja? Manche Sekretärin verwenden so etwas für ihre Versionskontrolle. Ja? Sie als Informatiker natürlich nicht. Ja? Okay. Also das ist Update in Place. Jede Seite hat nur einen Heimatort. Und wenn ich da drüber schreibe, dann ist der vorherige Zustand weg. Okay, eine Alternative wäre das Twin-Block-Verfahren hier, dann hat eine Seite zwei Zustände und man kann immer hin und her schalten. Eine Zeit lang wird in die 1er-Seite Slot geschrieben und dann wieder in die 0er-Slot. Da hätte man also so einen Snapshot der Daten verfügbar, auf den man wieder zurückschalten könnte. Ja? Und dann gibt's, da hat man doppelten Speicherbedarf. Ist natürlich, wenn Sie ein Petabyte Daten haben, ist das natürlich ziemlich aufwendig. Von den Petabyte-Daten ändern sich nur ein paar Gigabyte, ja, der Working Set, der heiß ist. Ja. Da gab es mal eine Erfindung, das sogenannte Schattenspeicherkonzept, wo man dann gesagt hat, okay, nicht für jede Seite brauche ich hier zwei Plätze, sondern nur für die, die sich geändert haben. Ja. So etwas nennt man dann Schattenspeicherkonzept. Das hat sich aber bei plattenbasierten Datenbanksystemen, also bei Disk-Based-Systemen, nicht durchgesetzt, das Schattenspeicherkonzept. Obwohl ich gesehen habe, dass Microsoft jetzt für Smartphone-Betriebe von Datenbanksystemen nochmal ein neues Patent für Schattenspeicher bekommen hat. Also im Smartphone-Bereich, hier in solchen Systemen laufen auch jede Menge Datenbanken im Hintergrund, da sind diese beiden Verfahren durchaus im Einsatz, aber bei Server-Datenbanken verwendet man Update in Place in der Regel. Und das ist der schwierigstmögliche Fall. Hier ist nochmal das Schattenspeicherverfahren gezeigt. Ja, beim Schattenspeicherverfahren nehmen wir an, es gibt hier ein Petabyte von Daten, das sind die hier, aber davon sind nur ganz wenige direkt noch in der Modifikationsphase, ja, nämlich J und A. J und A sind der Working Set und die ändern sich. Dann ist es im Schattenspeicherkonzept so, dass am Anfang hier die Seiten so referenziert werden, 0, 1, 2, 3, 4. Und dann aber die erste Seite jetzt hier in dieser Seitentabelle jetzt den Platz 15 hat, das wäre dieser hier, und die... Nein. Fünfte Seite, die ist jetzt hier, an Position 13. Ja?
Dadurch werden dann diese hier ungültig. Das sind dann die Schattenseiten, ja? A, der Zustand von A und der Zustand von I, von J hier, die alten Zustände, die sind schattiert, ja? Das wird über so eine Seitentabelle dann gehandelt. Und die kann man dann hin und her schalten, ja? Sodass man, wenn man jetzt feststellt, da ist etwas grundlegend schief gelaufen, könnte man diese Seitentabelle eliminieren und die hier nehmen. Dann hätte man auch den Zustand von dem Zeitpunkt, wo diese Schattierung angefangen hat. Ja? Das heißt, man hätte da nochmal einen konsistenten Zustand. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, und zwar deshalb nicht, das sehen Sie hier auch schön illustriert auf diesem Bild. Hier ist der gesamte Speicherbereich zusammenhängend, geclustert auf der Platte. Das heißt, wir hätten hier Chained I.O., wenn wir die ganze Datenbank lesen wollten. Ja? Wir hätten Clustering der Seiten. Und dieses Clustering, das wird auseinandergezogen. Und dann haben wir auf einmal Random I.O. auf der Platte. Was das bedeutet, kann man hören bei den Platten. Ja? Dann fangen die Platten an zu rattern. Ja? Also wenn Sie in ein Rechenzentrum gehen und beurteilen wollen, ob die Administratoren einen guten Job gemacht haben, können Sie Ihr Ohr an die Platte halten. Wenn das rattert, dann wissen Sie, der Administrator oder die Administratorin hat keine Ahnung. Ja? Die gibt es leider nicht. Ja, aber wenn es kommen würde, hätte ich das nicht mehr das Problem. Oder ist das ein logisches Problem? Also, dass es gar nicht geht. Nö, das ist ein. Es ist auch ein logisches Problem. Das wird aber in der Übung behandelt. Ne? Also, ein und dieselbe Seite im Datenbankbereich kann ein Dirty-Datum enthalten und ein committedes Datum. Ja, nehmen wir diese hier. Eine gute Frage. Also diese Transaktion macht A zu A'. Jetzt haben wir hier eine andere Transaktion, die macht D zu D'. Und die committet hier. Das ist ein Zombie, die läuft forever. Das heißt, diese Seite hier, die enthält jetzt ein dreckiges Datum, nämlich A', und sie enthält ein committedes Datum. Und jetzt versuchen Sie mal, No-Steal und Force zu machen. Force bedeutet, ich muss das D' auf die Platte schreiben. Und No-Steal bedeutet, ich darf die Seite nicht schreiben, weil sie enthält einen Dreck. Ja? Also es ist ein logisches Problem da auch. Aber natürlich, wenn es SSDs gäbe, die genauso schnell sind wie Hauptspeicher, aber das wird nie passieren, dann haben wir eine andere Situation. Aber das Ganze verwischt sich, wie ich gesagt habe. Hauptspeicher tummeln sich hier in diesem Bereich, weil die schreiben ja nie was auf die Platte. Die protokollieren nur auf die Platte. Also Sie sollten nicht sagen, Hauptspeichersysteme sind nicht sicher, da verliere ich meine Daten. Ja? Das passiert da auch nicht. Auch die Leute waren in der Vorlesung von ACID gelernt und wissen, dass sie niemals Daten verlieren dürfen. Auch wenn sie es nie auf die Platte schreiben. Ja? Sondern die haben das Kapitel, was wir jetzt machen, verinnerlicht und sagen, wir protokollieren. Ja? Gut. Also, was wir zur Runde legen, ist Steal, No Force, Update in Place und kleine Sperrgranulate. Das war das, was ich gerade gezeigt habe. Auf einer und der gleichen Seite tummeln sich zwei Transaktionen. Eine ist schon fertig, hat ein committedes Datum und die andere hat ein dreckiges Datum auf dieser einen Seite. Ja? Das heißt, wir sperren nicht ganze Seiten. Das haben einige Datenbanksysteme mal gemacht, mit dem Effekt, dass sie niemals von SAP legitimiert wurden oder eingesetzt wurden. Ja? Dazu gehörte interessanterweise Sybase. Sybase war nie ein legitimiertes Datenbanksystem für SAP-Produkte, bis SAP Sybase gekauft hat. Ja? Also so kann es auch gehen. Okay, ja, also diejenigen, die sich noch nie mit Recovery beschäftigt haben im Datenbankbereich, die werden jetzt sagen, okay, das kann ja nicht Magie sein, wie ich dafür sorge, dass ich Daten, die Dauerhaftigkeit von Daten immer garantiere. Und das machen die Datenbanksysteme durch das Schreiben von Protokolldaten oder Logdaten. Ja? Logs kennen Sie noch von der Meuterei der Bounty. Aber das hat nicht geholfen, die Bounty wiederherzustellen, sondern nur um
herauszufinden, warum es da zur Meuterei gekommen ist. Ja? Aber im Datenbankbereich dient das Log dazu, den Datenbank, den jüngsten transaktionskonsistenten Zustand wiederherzustellen. Das heißt, für jede Änderung einer Transaktion wird ein Log-Record geschrieben. Also jede 50 Euro Abhebung oder Verbuchung der Deutschen Bank wird protokolliert und in Frankfurt gesichert, in Australien gesichert, in Amerika und sonst wo. Ja? In irgendeinem Salzbergwerk in der Schweiz vielleicht auch noch. Da gibt es irgendwo einen Anbieter, ne? Der Datenarchivierung durchführt. In irgendeinem Salzbergwerk. Gorleben ist ja bald auch wieder verfügbar dafür. Gut. Die Protokolleinträge sehen so aus, die sind recht länglich und Sie können davon ausgehen, dass so ein Datenbanksystem, das heftig genutzt wird, dass das Terabytes über Terabytes von Protokollen pro Tag schreibt. Also das Datenbanksystem, das die Einkäufe, die Einkaufstransaktionen bei Amazon protokolliert zum Beispiel, das wird Terabytes über Terabytes pro Stunde wahrscheinlich generieren, ja? Also das muss man da beachten. Das ist ein Wust von Daten. Der Unterschied zu Random I.O., der wird aber sequenziell geschrieben. Diese Daten werden sequenziell rauskatapultiert. Ja? Das heißt, wenn Sie eine Gigabit-Leitung, besser noch, was weiß ich, hunderte, ja, kommt drauf an, was ist die höchste Bandbreite, die man erzielen kann in einem Rechenzentrum heute? Ethernet geht bis 10 Gigabit, ne? Aber InfiniBand 40 oder so. Also bei wirklich stark beanspruchten Datenbanksystemen brauchen Sie sehr dicke Kommunikationsleitungen, um die Daten, um diese Protokolldaten rauskatapultieren zu können. Ja? Die müssen ja von dem Datenbankserver in die Welt geschickt werden. Gut, Sie werden es nicht mit Gigabit übers Internet schaffen, ja? Okay, Banken generieren auch nicht ganz so viele Protokolldaten wie Amazon, glaube ich. Aber wobei jeder Aktienkauf und so ist ja auch eine Transaktion. Okay, die Protokolldaten sehen so aus. Jeder Protokolleintrag, jeder Record hat eine eindeutige Log-Sequence-Nummer. Die ist fortlaufend. Ja? Das heißt, diese Nummer sollte 64 Bit oder so lang sein. Ja? Mindestens, wahrscheinlich noch länger. Der Chefentwickler der Protokollkomponente von IBM wurde mal gefragt, wie lang seine Log-Sequence-Nummern seien. Und dann hat man ihm vorgerechnet und dann hat man ihn gefragt, ja, wann werden die denn bei der letzten Zahl ankommen? Dann hat er gesagt, ja, er sei auch schon mal schweißgebadet aufgewacht, wäre zu seinem Taschenrechner gestürmt. Hätte es ausgerechnet, hätte festgestellt, es wäre jenseits seiner Lebenserwartung, da hätte er gut weiter schlafen können. Ja? Also diese Log-Sequence-Nummer muss immer fortlaufend sein, sonst haben wir Probleme. Wie lange werden dann solche Protokolle eigentlich gehalten? Weil davon hängt es ja dann auch ab. Wie lange die? Gespeichert werden. Jahre ist ja wahrscheinlich Standard, aber ich meine, irgendwann, wenn die Nummer ausgeht und man nicht mehr eine gewisse Begrenzung auch dafür hat. Ja, Sie müssen die Nummer einfach groß genug wählen. Ich glaube, schon Gauss wusste, dass die Nummern gehen uns nie aus, oder? Was ist denn bei der Bank zu bestanden? Bitte? Wie lange die bei der Bank zum Beispiel gehalten werden müssen? Das ist auf der allerletzten Folie dieses Kapitels thematisiert. Ja? Also Sie müssen sie natürlich mindestens so lange aufbewahren, wie Ihre Archivkopie zurückreicht, ja? Wahrscheinlich noch ein bisschen deutlich weiter. Okay, also Log-Sequence-Nummer. Dann die Transaktionskennung, für die dieses Log-Eintrag geschrieben wurde und die Seite, für die auf der diese Änderung stattgefunden hat. Ja? Das nennt man physische Protokollierung. Dann schreiben wir in den Log-Record, das geht hier weiter, ja, continued, die Redo-Information. Wie kann ich die Änderung nachvollziehen, wenn sie mal verloren gegangen wäre? Dann die Undo-Information.
Die brauchen wir, weil wir ja möglicherweise auf unserer Platte ein dreckiges Datum finden. Wenn wir ein dreckiges Datum finden, müssen wir die Undo-Information haben, um dieses dreckige Datum wieder sauber zu schwimmen. Ja? Oracle verwendet es, um Snapshots herzustellen. Also das können wir nochmal thematisieren. Sprechen Sie mich nochmal drauf an, wenn wir bei Concurrency Control sind. Ja? Also Oracle, aber ich kann es jetzt schon sagen, Oracle macht es so, dass eine Anfrage, eine reine Leseanfrage, beginnt heute um 12 Uhr und selbst wenn sie 10 Minuten lang läuft, wird sie immer nur Daten sehen in dem Zustand 12 Uhr. Und die Daten könnten sich fortbewegt haben durch andere Transaktionen. Das heißt, wenn die Anfrage jetzt zu einem Datum kommt, das sich schon weiter bewegt hat, dann wird es wieder zurückkatapultiert auf den Zustand 12 Uhr. Und das wird hier mit diesen Protokolleinträgen gemacht. Ja? Okay, und dann die PrevLSN, PreviousLSN, das ist ein Zeiger auf den vorherigen Log-Eintrag zu dieser Transaktion. Diesen Zeiger, den benötigen wir, um schnelle R1-Recovery, für schnelle R1-Recovery. Insbesondere, ja? Denn bei R1-Recovery, da ist es eine Transaktion unter ganz vielen, unter tausenden von Transaktionen, die zurückgesetzt wird. Und Sie haben den letzten Protokolleintrag dieser Transaktion, den kennt jede Transaktion. Und da muss man sich aber zurückarbeiten, um die gesamte Transaktion zurückzusetzen. Ja? Dafür brauchen wir diese Zeiger. Die Protokolleinträge aller Transaktionen werden nämlich sequenziell einfach hintereinander geschrieben. Und die sind nicht gebündelt nach Transaktion, das ginge gar nicht. Sondern die sind einfach durcheinander gewirbelt. Die sind nur chronologisch sortiert, aber nicht nach Transaktionen geclustert. Okay, am besten macht man sich das klar an einem Beispiel, das Sie auch einfach selber mal durchexerzieren müssen. Sonst versteht man das, glaube ich, nicht. Hier ist ein Beispiel. Wir haben hier zwei Transaktionen, die parallel ablaufen, so verzahnt. Diese Transaktion beginnt hier. Da wird schon ein Protokolleintrag generiert, der einfach nur angibt, hoppla, es gibt eine Transaktion T1. Die Recovery-Komponente sollte wissen, sollte von der Existenz jeder Transaktion informiert werden. Leseoperationen sind irrelevant. Ja, warum sind die irrelevant? Müssen Sie sich auch klar machen, egal wie viel Sie lesen, wenn Sie... Wenn Sie mal abtreten später, ich bin älter als Sie, ich darf das so drastisch ausdrücken, dann ist es der Nachwelt egal, was Sie gelesen haben. Es ist nicht mehr rekonstruierbar. Ja? Alles, was Sie gelesen haben, nehmen Sie mit ins Grab. Aber alles, was Sie geschrieben haben, das hat ja Änderungen hervorgerufen. Ja? Also Leseoperationen sind völlig irrelevant für die Protokollierung. Ja? Okay, hier beginnt die zweite Transaktion. Da wird ein Protokolleintrag geschrieben. Und Sie sehen, diese Protokolleinträge, die sind einfach chronologisch fortführend. Ja, das ist die Log-Sequence Nummer 1, 2 und so weiter, 3. Hier passiert eine Änderung. Hier wurde A1 um 50 reduziert und das wird in die Datenbank hier geschrieben. Durch ein Write von A, Attribut A, mit dem neuen Wert. Und das wird protokolliert. Okay, und dieser Protokolleintrag hat die Log-Sequence Nummer 3, gibt an, sie gehört zur Transaktion T1, sie betrifft die Seite PA und die Redo. Ich habe das hier mal logisch hingeschrieben, weil es sich da besser liest. Ja? Für das Redo müsste ich 50 abziehen von A. Für das Undo müsste ich auf das A 50 draufschreiben, um die Subtraktion zu kompensieren. Ja? Das hier ist mein Undo. Und die Nummer 1, das ist die Previous LSN. Die zeigt hierhin, weil sie sagt, da ist der vorhergehende Log-Record dieser Transaktion T1. Ja? Okay, und analog hier. Hier schreibt T2 C. C2 wurde um 100 erhöht.
Das heißt, das Redo bedeutet, ich muss 100 drauf addieren und das Undo bedeutet, ich muss 100 abziehen. Und hier ist wieder die Verkettung auf die previous, auf die vorhergehende Log-Eintrag von T2. Okay, und so weiter. Hier wird B geschrieben. Da wird wieder ein Log-Record generiert. Der hat jetzt die Nummer 5. Bezieht sich auf T1, die Seite PB und plus 50 ist das Redo und minus 50 ist das Undo. Die Verkettung zeigt dann nach hier hin. Ja? Also die Verkettung ist wichtig, wenn jetzt isoliert T1 zurückgesetzt werden müsste. Dann müsste man innerhalb diesem Wust von Log Records die Einträge, die zu T1 gehören, in umgekehrter Richtung rückgängig machen. Ja? Das muss man klar sagen. Ein Redo macht man in der gleichen Reihenfolge, wie die Transaktion es abgearbeitet hat, aber ein Undo in der umgekehrten Reihenfolge. Ja? Ich versuche das immer klar zu machen mit Tapezieren in der Studentenbude. Ja? Wenn Sie da tapezieren und dann gefällt es Ihnen nicht, dann tapezieren Sie nochmal drüber und so weiter. Und wenn Sie das alles wieder rückgängig machen wollen, dann müssen Sie die jüngste Tapete als erste abziehen. Und im anderen Falle, wenn Sie dann zu Bett gehen und Ihre handwerklichen Künste waren nicht so doll und Sie haben am Morgen, stellen Sie fest, alle Tapeten sind abgefallen, dann müssen Sie sie in der gleichen Reihenfolge wieder draufkleben. Das Redo in der gleichen Reihenfolge, das Undo in der umgekehrten Reihenfolge. Ja? Das wäre bei der logischen Protokollierung. Es gibt eine andere Möglichkeit, die nennen wir physische Protokollierung. Die würden Sie mit dem Fotoapparat, in diesem Fall metaphorisch machen, Sie fotografieren die Wand, bevor Sie anfangen zu tapezieren. Dann sind Sie fertig, dann fotografieren Sie sie nochmal. Wenn Sie jetzt alles rückgängig machen wollen, kleben Sie das Foto vom Before-Image drauf. Wenn Sie alles wieder redoen wollen, dann das Foto des After-Image. Sie hatten eine Frage. Ja. Oder das aus in dem Fall nichts und dann, wie weiß ich damit, was ich schön machen will, wird die nächste, mit der nächste Log einfach. Ah ja. Interessanterweise beim Redo machen Sie einfach alles. Ach so. Ja. Beim Redo machen Sie alles, auch das der Loser. Dazu kommen wir aber noch. Also Sie sind der Zeit voraus. 5 Folien voraus. Ja, in 5 Folien kommt es. Aber beim Redo wird einfach alles gemacht. Und Undo wird nur selektiv für die Loser gemacht. Ja? Aus Korrektheitsgründen muss man das auch. Viele Leute würden sagen, das Redo der Loser, das kann ich mir doch sparen, die sind doch Loser. Nee, aus Korrektheitsgründen muss man auch die Loser nachvollziehen, um sie nachher wieder rückgängig zu machen. Okay. Ja, also so sieht dann die Log-Datei aus. Und für ein Unternehmen wie Amazon oder so können Sie davon ausgehen, dass hier, ja, wir müssen mal leicht überlegen, wie viele Log-Records da auftauchen. Im Weihnachtsgeschäft hat Amazon 1500 Verkäufe pro Sekunde weltweit. Ja, 1500 pro Sekunde. Jeder Verkauf wird wahrscheinlich so, was weiß ich, wie viele Datensätze tangieren. Ihre Kreditinformationen, Verkauf, nehmen wir 10 oder so. Das heißt, Minimum 15.000. Ja, 15.000 Log Records pro Sekunde. Wahrscheinlich viel mehr. Ja, wahrscheinlich viel mehr. Ja, und die gilt es herauszukatapultieren aus dem System. Ja, die müssen an einen sicheren Ort geschrieben werden. Übers Netzwerk oder auf einen Storage Server und so weiter. Ja, aber das ist Sequential I.O. Sequential I.O., da können wir die Bandbreite auf einem Storage Server beliebig groß kriegen. Warum? Sie müssen einfach nur genug Platten kaufen, ja? Weil die können alle parallel arbeiten. Das geht mit RAID-Technologie ganz simpel. Ja? Also die Bandbreite können Sie da erzielen. Irgendjemand hat es mal gesagt, Bandbreite ist nur eine Frage des Geldes. Latenz ist was anderes. Da müsste man Gott bestechen. Ja? In Latenzzeit, den Log-Record nach Australien zu schicken von Frankfurt, da können Sie so viel Geld in die Hand nehmen, wie Sie wollen. Das dauert immer wie lange?
Wie lange dauert es? Bitte? Ne, zweimal. Sie müssen ja auch das Acknowledgement abwarten, dass der Australier es bekommen hat, ne? Aber Lichtgeschwindigkeit ist ja keine Zeitangabe, oder? Ja, also schätzungsweise 30 Millisekunden, 40 oder so, ne? Also da müssen Sie ein Gefühl entwickeln. Und das ist schon lang, ja? Sie müssen den Log-Record hinschicken und dann müssen Sie theoretisch abwarten, bis Sie dieses Acknowledgement haben. Das heißt, so lange muss der Lottoeinzahler da sitzen bleiben und Geduld üben, bis das committen darf, ja? Optimistische Systeme sagen, ich schicke es weg und gehe davon aus, es wird schon da ankommen. Ja? Aber das würden Sie nicht bei jedem machen, sondern die Banken würden sagen, okay, von einer Stelle will ich das Acknowledgement haben. Die anderen können in Flight sein, aber aus der Schweiz oder aus dem Salzbergwerk oder so, da will ich das Commit, das Acknowledgement haben, ja, bevor ich ein Commit der Transaktion durchführe. Und das bringt uns zum nächsten Prinzip. Ja, hier ist noch ein anderes Prinzip. Physische Protokollierung habe ich gerade gesagt. Da würde man fotografieren die Wand, Before Image, fotografieren danach, ähnlich bei den Datenobjekten. De facto macht man das auch in Datenbanksystemen, diese physische Protokollierung. Weil die logische Protokollierung, die führt zu komischen Situationen manchmal. Ja, also bei der logischen Protokollierung müsste man ja erstmal herausfinden, was war denn, in welchem Zustand finde ich mein Datum vor? Ist es das Before-Image oder das After-Image? Ja, in welchem Zustand ist denn meine Seite? Muss ich ein Redo machen oder muss ich ein Undo machen oder was auch immer? Ja, und den Zustand der Seite bei der physischen Protokollierung, das ist egal, da sage ich einfach, was brauche ich? Ich brauche das After-Image, also klebe ich es drüber, egal ob es schon vorher da war oder nicht. Ja? Aber bei der logischen Protokollierung haben wir ja Kompensationsoperationen und die darf man nicht mehrfach anwenden. Ja? Sie dürfen ja nicht immer wieder 50 drauf addieren, sondern die 50 dürfen Sie nur drauf addieren, wenn diese Addition noch nicht reflektiert wurde in der Seite. Und das macht man aber ganz simpel, indem man hier die eine Log-Sequence-Nummer speichert man auf der Seite. Ja? Ich weiß nicht, habe ich dazu eine Folie? Ja. Hier. Also, nehmen wir diese Seite hier. Da ist ja ein Datum, das ein Redo benötigt. Hier ist eine Transaktion, die macht C zu C' an dieser Stelle. Und nehmen wir an, das ist die Log-Sequence-Nummer 4711. Die wurde für diese Operation geschrieben. Dann enthält diese Seite hier die Log-Sequence-Nummer 4711 oder etwas noch Größeres, falls danach noch was gemacht wurde. Ja? Da ist ein Slot auf der Seite. Da wird die jüngste Log-Sequence-Nummer, die für diese Seite gilt oder geschrieben wurde, wird da vermerkt. Diesen Slot gibt es hier natürlich auch. Aber welcher Wert steht hier in diesem Slot auf der Platte? Kleinere. Das heißt, Sie hätten 4710 Werte zur Auswahl, die Sie mir nennen könnten, und die wären alle richtig. Ja? Alle kleineren. Also hier könnte 58 stehen. Ja? Das bedeutet, dass es aber jetzt 4.500 Log-Sequence-Nummern gibt, die dazwischen liegen, die aber nicht alle diese Seite betreffen. Ja? Okay, und wenn jetzt das hier weg ist, dann kann ich an dieser Log-Sequence-Nummer im Vergleich zu der Log-Sequence-Nummer 4711, die ich im Protokoll finde, ermitteln, dass da hier wirklich ein C steht und nicht ein C'. Das heißt, das Redo muss hier durchgeführt werden, ja? Also das Redo ist notwendig. Wohingegen hier, jetzt ist es dumm, dass ich das übermalt habe. Ah, und der Steve Ballmer gibt mir kein Radiergummi auf dem Mac. Auf dem Windows-Rechner hätte PowerPoint ein Radiergummi. Oder sehen Sie hier ein Radiergummi? Nee, ne? Bitte? Weiß drüber malen. Ja, das wird gut kommen. Können Sie mal runterkommen.
Okay, also ich versuche mal mit einer anderen Farbe das. Bitte? Okay. Jetzt haben wir hier eine andere Situation. Hier gibt es eine A zu A'. Und das wäre mal 5811. Dann hat diese hier 5811. Ja? Welche Log-Sequence-Nummer haben wir denn hier? Auch 5811. Ja? Das heißt, an der Log-Sequence-Nummer, oder das könnten sogar beides größere sein, ja, kann man erkennen, dass hier ein dreckiges Datum drauf ist, dass es rückgängig zu machen gilt. Ja? Und das setzt aber voraus, ja, warte mal, wir müssen hier, ja, das Wahlprinzip, das kommt gleich noch. Okay, wie werden jetzt die Log-Einträge geschrieben? Die Log-Einträge werden erstmal im Hauptspeicher, hier in einem Log-Puffer geschrieben. Der Log-Puffer ist ein Ringpuffer. Der kommt gleich nochmal in groß als Ringpuffer. Ja? Der sollte relativ groß sein, das heißt, alle Log-Einträge, die man für die R1-Recovery benötigt, für das lokale Zurücksetzen einer Transaktion, die sollten noch in dem Ringpuffer drin sein, auch wenn sie schon rausgeschrieben sind, sollen sie zusätzlich im Ringpuffer sein. Also für die R1-Recovery sollten sie niemals auf die Platte zugreifen müssen. Ja? Aber dieser Ringpuffer, der wird natürlich laufend auf die Platte und ins Log-Archiv nach Australien geschrieben, ja? Und sonst wohin, ja? Aber auch auf die lokale Platte, irgendwo. Das ist aber eine dedizierte Platte. Diese Platte darf nicht identisch sein mit dieser. Es müssen völlig unterschiedliche Systeme sein, allein schon aus Performance-Gründen. Weil diese Platte hier, die wird immer nur sequenziell geschrieben, ja? Weil die Log und sequenziell schreiben geht irre schnell, ja? Diese Platte hier, die wird random geschrieben. Da wird mal die Seite A, dann die Seite B, dann Seite Z und so weiter geschrieben. Ja? Das ist Random I.O. Das heißt, diese Platte hier, die darf auch ein bisschen rattern. Aber diese Platte hier, die darf nicht rattern. Die muss einfach nur sequenziell geschrieben werden. Die darf nur summen. Ja? Okay? Also, man kann also tatsächlich auch als Datenbankadministrator oder Administratorin, wer hätte das gedacht, mit dem Stethoskop was anfangen, ja? Gut. Okay, das hier ist der Datenbankpuffer, in dem sich die Seiten befinden, ja? Und die werden laufend hin und her geswappt hier, zwischen Datenbasis und Puffer, ja? Das heißt, das hier ist echt random I.O. Aber das hier ist sequential I.O. Nur so kann man die Performance gewährleisten. Und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, der möglicherweise Ihr persönliches Vermögen rettet. Wenn Sie ein Datenbanksystem standardmäßig aus der Box konfigurieren, dann haben die folgende Funktionalität, ganz schlimme Funktionalität, eingestellt. Nämlich, dass wenn diese Platte hier voll ist, Sie haben hier die Log Records sequenziell geschrieben, und wenn die voll ist, dann fängt das wieder hier oben an, das zu überschreiben. Ja? Das heißt, die blauen sind dann weg. Ja? Und das könnte Sie Ihr Vermögen kosten, wenn Sie das nicht bedacht haben. Ja? Also dieses Turnaround oder so, das sollten Sie als allererstes ausschalten, wenn Sie ein Datenbanksystem in Betrieb nehmen. Wenn Sie es ausgeschaltet haben, was passiert dann, wenn das System hier angekommen ist? Stillstand, ja, und wir bayerischen oder deutschen Beamte wissen, dass wenn wir nichts tun, machen wir auch keine Fehler, ja. Also Stillstand ist immer in Ordnung. Sie werden gefeuert, aber man kann sie nicht regresspflichtig machen, ja. Das ist ja mal das primäre Anliegen, okay. Also sorgen Sie für Stillstand hier an der Stelle. Na, noch besser wäre, Sie kaufen rechtzeitig neue Platten, ja. Sind ja nicht mehr so teuer. Gehen Sie zum Mediamarkt und kaufen welche. Aber auf keinen Fall hier überschreiben lassen. Ja, auf keinen Fall. Denn es kann sein, dass Sie genau diese Log Records noch benötigen, wenn Sie nämlich kein Datenbankarchiv haben, das hinreichend neu ist. Ja?
Man geht normalerweise davon aus, dass Sie irgendwie ein konsistentes Datenbankarchiv mal auf Bändern oder wie auch immer gesichert haben und dass Sie nur einen Teil dieser Daten benötigen, um das wieder nach vorne zu katapultieren auf den neuesten Stand. Ja, aber wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen Sie alle diese Logdaten. Dann dürfen Sie sie nicht überschreiben lassen. Ja? Heißt das aber, sobald ich ein Datenbankarchiv abgelegt habe, kann ich ja wieder oben anfangen? Das würde ich nie machen. Ich würde mindestens 2 solche Logarchive zurückreichen lassen. Ja, wer sagt Ihnen denn, dass das jüngste lesbar ist? Ja? Also machen Sie so wie ich. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Datei gelöscht. Ich habe auch in meinem Leben noch keine E-Mail gelöscht. Ja? Beachten Sie das, wenn Sie mir eine schreiben. Was meinen Sie, was Desktop Search alles zustande bringt? Gut. Ja, aber das ist ganz simpel. Einer der Urväter der Transaktionstheorie ist Jim Gray. Der hat mal folgenden Spruch getan. Wenn du etwas dauerhaft speicherst, wenn du heute etwas speicherst und du willst dafür sorgen, dass es dauerhaft gespeichert ist, musst du heute einfach nur das Doppelte an Geld einkalkulieren. Ja, warum? Weil alle paar Jahre jedes Jahr halbiert sich der Plattenspeicherplatz. Ja? Das heißt, wenn Sie heute sagen, okay, ich bin willens, 10 Euro für meine Archivkopien zu zahlen, müssen Sie einfach auf 20 gehen und können es dauerhaft speichern, ohne es jemals wegzuwerfen. Ja? Weil sobald Ihre Platten voll sind, kaufen Sie neue und die kosten nur noch die Hälfte. Okay? Ganz simpel. Also warum sollte man etwas wegwerfen? Außerdem, wenn Sie Datenbankadministrator in einer Schweizer Bank sind, kommt es vielleicht nochmal handy, so eine Archivkopie. Bitte? Was war die Frage? Ja, und wenn Sie sie nicht mehr benötigen, ist es egal. Sie sollten natürlich möglicherweise keines, ja, dann ist es völlig egal. Gut, also die Log-Information wird mindestens 2-mal geschrieben. Einmal die Log-Datei für den schnellen Zugriff für R1, R2 und R3 Recovery. Also auf einer lokalen Platte brauchen Sie es auf jeden Fall. Ja, aber die lokalen Platten, wie der Name schon sagt, sind lokal. Wenn das Haus abbrennt, wenn die Zentrale der Deutschen Bank, Gott behüt's, in Frankfurt abbrennt, dann sind diese Platten auch weg. Das heißt, Sie brauchen zusätzlich ein Log-Archiv, das in Australien und sonst wo liegt, ja? Damit Sie auch die Brandkatastrophe in diesem einen Haus kompensieren können. Die brauchen Sie für die R4 Recovery, wenn alles weg ist, ja? Okay, und so sieht das aus. Der Ringpuffer, ich beschäftige mich jetzt hier mit diesem Teil. Dieser Logpuffer, der ist ringförmig angeordnet. Natürlich sollte der auch etliche Dutzend Gigabyte groß sein. Ja? Weil, wie gesagt, die R1 Recovery sollte eigentlich vollständig hier aus dem Logpuffer getätigt werden können. Ja? Auch wenn das eine Zombie-Transaktion ist, die, was weiß ich, ein paar Minuten alt ist. Ja? Die sollte alle ihre Log-Records noch im Ringpuffer vorfinden, damit das schnell gemacht werden kann. Okay, das heißt, es gibt hier einen Log-Writer, der schreibt hier immer rein. Ja, jeder Eintrag hier ist die 41, die nächste kommt dann hier hin, die 42 und so weiter. Und es gibt einen Prozess, der schreibt hier raus. Der schreibt in die Log-Datei und schickt es auch gleich nach Australien ins Log-Archiv. Ja? Der ist jetzt hier. Und hier, nicht der Ring bewegt sich, sondern die Zeiger bewegen sich. Ja? Können sich natürlich nicht überholen. Der hier kann nicht hier über den hinausschreiben. Aber das heißt, man sollte dafür sorgen, dass dieser Prozess, der die Logs rauskatapultiert, dass er einigermaßen schnell ist. Ja? Dazu muss man die entsprechende Bandbreite haben, um von dem Datenbankserver das Zeug wegzuschaufeln. Ja? Okay, und jetzt gibt es das Wahlprinzip. Das Wahlprinzip verlangt,
dass eine Transaktion erst committen darf, wenn alle Ihre Log-Records schon rauskatapultiert sind. Ob Sie jetzt schon acknowledged sind aus Australien, weiß ich nicht, ob man das immer haben will. Banken schon, aber andere Anwender vielleicht nicht. Ja? Aber nehmen wir an, hier ist eine Transaktion, die will committen. Transaktion T1 will committen und der letzte Log-Record. Zu jeder Transaktion wissen wir, welchen Log-Record hatte sie zuletzt geschrieben. Ja, den brauchen wir ja auch für die R1-Recovery. Wir brauchen immer einen Zugriff auf den letzten, auf den jüngsten Log-Record einer Transaktion. Ja, das ist der letzte Log-Eintrag. Und diese Transaktion ist jetzt fertig, ready to commit. Ja? Die darf aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht committen. Warum nicht? Weil der Schreiberlink, der ist erst bei 20 angekommen. Diese Transaktion muss warten, bis der hier über die 30 hinweg rotiert ist. Ja? Der muss die 30 schon in Australien haben, bevor die T1 committen darf. Ja? Also der T1 wird nicht dem Schreiber sagen, hier, schreib mal meinen Log-Record raus, sondern T1 wird einfach sich in Geduld üben und warten, bis der Log-Writer bei 30 angekommen ist. Das heißt, der Log-Writer protokolliert an irgendeiner Stelle immer mal wieder, wie weit er gekommen ist in seiner Log-Sequence-Nummer. Ja? Und dann überprüft der Transaktionsmanager, ist er weit genug, um diese Transaktion committen zu lassen. Ja? Okay, dann gibt es noch eine andere Einschränkung des Wahlprinzips, das ist hier 2. Wir haben ja gesagt, es sind auch dreckige Daten auf der Platte durch das Steal. Ja? Ich darf aber ein dreckiges Datum erst auf die Platte lassen, wenn die Undo-Information zu diesem Dreck, also wenn der zugehörige Schrubber zu dem Dreck, wenn der auch schon im Protokoll ist. Ja, das heißt, ich muss damit warten, mit dem Verdrängen des Drecks auf die Platte, bis der Log-Record soweit ist, rausgeschrieben ist. Also bevor eine modifizierte Seite ausgelagert werden darf, müssen alle Log-Einträge, die zu dieser Seite gehören, in das temporäre und das Log-Archiv geschrieben sein. Wie finde ich das raus? Das ist ziemlich einfach. Das haben wir eben aufgemalt. Wie finde ich das raus? Bedingung 2, wie kann ich die enforcen? Das ist relativ einfach. Auf der Seite im Hauptspeicher befindet sich ja eine Log-Sequence-Nummer, nämlich die jüngste, die größte. Die jüngste ist die größte, ja? Die größte Log-Sequence-Nummer, die diese Seite betrifft, die befindet sich darauf. Und die vergleiche ich mit dem Fortschritt des Schreibers. Wenn der Schreiber über diese Nummer schon hinaus ist, dann darf ich sie auf die Platte schreiben und sonst nicht. Ich kann nicht wissen, ist das ein dreckiges Datum, ein committedes Datum oder wie auch immer. Das heißt, ich gehe auf Nummer sicher, schreibe nur auf die Platte, wenn der Schreiberlink schon weit genug fortgeschritten ist. Ja? Okay, und dann geht der Wiederanlauf. Das war Ihre Frage, die Sie schon vorweggenommen haben. Jetzt nehmen wir an, jetzt ist hier ein Absturz. An dieser Stelle. Und bezogen auf unser Log bedeutet das, gehe nochmal zurück. Also diese Transaktion T2 ist nicht committed. Das Commit wurde definitiv noch nicht durchgeführt. Also das ist nicht passiert. Okay, wie weit sind denn unsere Log Records rausgeschrieben? Das ist ja nur logisch, das war mal in dem Ringpuffer drin. Dieser nicht, der mit Sicherheit nicht, den hat es nie gegeben. Weil hier ist der Absturz, an dieser Stelle. An dieser Stelle ist der Absturz, ja? Wie weit sind denn unsere Log-Records mit Sicherheit im Archiv? Das ist Nummer 6. Bis Nummer 6, sonst wäre nämlich T1 nicht committed, ja? Ob der im Archiv ist oder nicht, wissen wir nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, der ist in Limbo, das wissen wir nicht. Schadet nicht, wenn er nicht drin ist, schadet aber auch nicht, wenn er drin ist. Ja? Also das wissen wir nicht. Aber Nummer 6 ist drin und alles davor auch.
Okay, und wie geht dann der Wiederanlauf? Der geht in drei Phasen. Zuerst wird analysiert. Bei der Analysephase, man kann 1 und 2 auch kombinieren. Bei der Analysephase wird die Logdatei genommen und wird analysiert und es werden die Winner und die Losermengen ermittelt. Ja? Winner ist jede Transaktion, die zu ihrem Begin of Transaction auch ein Commit vorweisen kann, und Loser ist jede Transaktion, die nur ein Begin of Transaction, aber ohne ein Commit vorzuweisen hat. Ja? Dann wird die Historie vollständig wiederholt. Sowohl Winner als auch Loser. Also sowohl Winner als auch Loser. Ich mache es einfach fortlaufend. Ist auch Loser. Ja, ich gehe einfach durch die Protokolldatei durch und mache alles. Augen zu. Egal ob Loser oder Winner. Ich mache alles. Und dann in der dritten Phase werden die Loser rückgängig gemacht. Das sind hoffentlich nicht allzu viele. Das sind ja nur die, die zum Absturzzeitpunkt noch nicht, zwar aktiv waren, aber noch nicht fertig. Ich gehe davon aus, dass das nur ein paar hundert sind. Winner sind es viel mehr. Winner sind es ja vom Anfang der Welt bis jetzt. Ja? Nach jetzigem Verständnis. Vom Anfang des Datenbankbetriebs bis jetzt. Wir werden später sehen, dass das natürlich nicht haltbar ist. Da brauchen wir zwischendurch Sicherungspunkte, damit wir das einschränken können. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, gehen Sie einfach davon aus, vor 10 Jahren haben wir das Datenbanksystem in Betrieb genommen. Jetzt nehme ich alle Protokolldaten von vor 10 Jahren und gehe durch, ermittle Winner und Loser. Winner haben wir 100.000 oder Millionen, zig Millionen oder Milliarden, aber Loser sind nur sehr wenige, zum Glück. Ja? Bei den Menschen auch nie auch so. Und die paar, die mache ich dann rückgängig, indem ich rückwärts gehe. Ja? Das ist hier nochmal gezeigt. Also die Loser, die werden rückgängig gemacht, indem ich rückwärts gehe. Ja? Redo mache ich immer in der gleichen Reihenfolge wie originär. Aber das rückgängig mache ich in der, wie es schon heißt, rückgängig, in der Rückwärtsrichtung. Ja? Okay, und was Sie gewährleisten müssen, hier, deshalb sind Sie hier in einer Elite-Hochschule, damit Sie diesen Begriff hier auch verwenden dürfen. Ja? Der Wiederanlauf muss idempotent sein. Ja? Kennen Sie noch aus der Mathematik vielleicht. Das bedeutet, dass egal wie oft Sie ein Undo durchführen, es muss immer den gleichen Effekt haben wie nur einmal ein Undo. Ja? Und auch beim Redo. Denn was passiert? Ihr System stürzt ab und es fängt wieder an zu laufen, stürzt dann wieder ab, dann fangen Sie wieder an, stürzt wieder ab und so weiter. Das heißt, Sie würden das Undo und das Redo möglicherweise zum gleichen Log-Sequence möglicherweise mehrfach sehen. Also Sie müssen erkennen können, dass Sie es nicht mehr machen müssen. Also es muss idempotent sein, egal wie oft Sie es machen. Wenn Sie physisch protokollieren, ist es nicht so problematisch, ja? Denn wie ist das? Selbst im Dunkeln könnten Sie das Before-Image wiederherstellen, indem Sie einfach das Bild an die Wand klatschen. Wenn Sie es sehr oft machen, ist nachher das Zimmer sehr klein, ja? Aber trotzdem, die Wand wird immer gleich aussehen, ja? Egal wie oft Sie das Bild da drauf klatschen. Aber bei der logischen Protokollierung ist es was anderes, ja? Okay, aber das kriegt man in den Griff wiederum durch diese Log-Sequence-Nummern. Auch beim Wiederanlauf würde man zu einer Seite immer die jüngste Log-Sequence-Nummer, die ich auf der Seite schon angewendet habe, wieder da reinschreiben. Und wenn das System dann wieder abstürzt, dann kann ich an der Log-Sequence-Nummer erkennen, wie weit bin ich denn jetzt schon gekommen in meinem Wiederanlauf. Okay, also hier ist das nochmal gezeigt. Für unser Beispiel, vor dem Commit von T2 stürzt das System ab. Das heißt, der Log Record 7, gehen wir jetzt mal davon aus, den finden wir vor. Wir können also T1 als Winner und T2 als Loser identifizieren. Dann kommt der Wiederanlauf, indem ich alles nochmal durchziehe. Also das ist das Redo.
Und jetzt kommt das Undo. Beim Undo gehe ich jetzt für den Loser. In diesem Fall habe ich nur einen Loser, nämlich den hier. Für diese letzte Operation des Losers mache ich hier Nummer 7 Strich. Da hat mich auch das PowerPoint vom Mac ein bisschen im Stich gelassen. Der Strich sollte natürlich hier oben sein. Also, und das ist ein Kompensations-Log-Record. Der enthält als Information, dass er die Nummer 7 rückgängig macht oder rückgängig gemacht hat. Und die Nummer 4 Strich, ich habe das hier extra 4 Strich genannt, weil es die Kompensation für Nummer 4 ist. In Wirklichkeit ist diese Zahl 4 Strich natürlich größer als 7 Strich. Und 7 Strich ist größer als 7, ja? Weil ja alle Log-Records, auch die Kompensationseinträge, die sind fortlaufend durchnummeriert, ja? Fortlaufend müssen es nicht unbedingt sein. Da dürfen Lücken drin sein, aber es muss monoton aufsteigend sein. Ja? Und die nennt man Kompensations-Log-Records, CLR. Die werden geschrieben und haben folgenden Zustand. Hier ist er gezeigt. Ja? Hier. Der ist Nummer 7, der bezieht sich auf T2, auf die Seite A. Das hier ist das Undo der ursprünglichen Operation. Das wird aber jetzt hier zum Redo. Für den Wiederanlauf ist das ein Redo. Ja? Das heißt, die Addition von 100, die macht ja die Aktion von Nummer 7 rückgängig. Aber nachdem das System ja abgestürzt ist, ist das ja ein Loser. Das heißt, ich werde diese Rückgängigmachung immer wieder redoen, wenn das System zwischenzeitlich nochmal abstürzt. Ja? Aber es muss idempotent sein. Ich darf es nur einmal machen. Aber wenn ich es gemacht habe, dann muss das wieder hergestellt werden können. Ja? Und es bezieht sich auf die Nummer 7. Das ist hier. Und der Previous Log Record ist der hier. Und ich hangel mich dann von dem aus wieder zurück. Moment. Das ist der hier. Das ist nämlich der Previous LSN von der Nummer 7. Ja? Das ist der. Der ist als nächstes rückgängig zu machen. Und der kriegt seinen eigenen Log, seinen Kompensationsrekord hier. Nummer 4 Strich. Und das war eine Addition um 100, also mache ich hier eine Subtraktion von 100 als Kompensation. Okay? Und so weiter. Und wenn das System jetzt an dieser Stelle nochmal abstürzt, nehmen wir an, hier kommt nochmal ein Absturz, dann gibt es wieder die Analysephase und die Redo-Phase. Und dann werden diese Kompensationsrecords, die werden hier an dieser Stelle jetzt schon in der Redo-Phase verarbeitet. Ja? Deshalb brauchen diese Kompensationsrecords, die brauchen kein Undo, die haben nur das Redo, das aber dem Undo des originären Records entspricht. Ja? Und an der Hand der Log-Sequence-Nummer, die ich auf der Seite vorfinde, kann ich erkennen, ob die Kompensation schon drin ist oder ob ich sie nochmal redoen muss. Ja? Das heißt, wenn ich das hier mache, wenn ich diesen Log-Record schreibe, dann schreibe ich natürlich 7 Strich auf die Seite PA. Und die Seite könnte ja dann wieder auf den Speicher, auf den Hintergrundspeicher verdrängt werden. Wenn ich sie nächstes Mal sehe, kann ich erkennen, oh, da steht 7 Strich, also 7 Strich muss ich nicht nochmal machen. Aber 4 Strich muss ich nochmal machen, weil das ist noch nicht auf der Seite drauf. Ja? Nein. Die meisten Datenbanksysteme machen es physiologisch, ein Zwischending von beiden. Also die eher stärker Richtung physischer, Before Image und After Image. Man würde den Zustand sich merken. Ja, aber nicht immer ist das sinnvoll. Zum Beispiel, wenn Sie bei B-Bäumen, Sie sind ja dann auf Firmen B-Bäumen ab nächstem Wochenende, ja, bei B-Bäumen gibt es ja Knotensplits, die durch das Einfügen kommen. Ja, jetzt nehmen wir an, so ein Knotensplits findet statt. Ja, durch das Einfügen. Und dann machen Sie das Einfügen rückgängig. Dann wird aber der Knotensplit nicht wieder rückgängig gemacht, sondern der bleibt bestehen. Das heißt, da ist etwas Logisches doch dabei. Ja? Ich habe verstanden, wann diese Kompensationseinträge angelegt werden. Wenn die dann angelegt, wenn man am Recovern ist, oder? Ja, beim Recovern. Vorher nicht.
Es sei denn, Sie haben ein System, das Save Points hat, wo Sie zurückspringen können. Da gibt es dann auch die Kompensationseinträge zwischendrin. Aber ganz stimmt das nicht, was ich gesagt habe. Es gibt nämlich ein Quiz, das werden wir diesmal sicher mal verwenden. Das hat bislang, wenn ich es gestellt habe, niemand rausgekriegt. Aber Sie schaffen das, habe ich große Zuversicht. Sehe ich Ihnen an. Sie werden auch bei der R1 Recovery geschrieben. Wenn eine Transaktion lokal zurückgesetzt wird, dann gibt es da auch Kompensationseinträge, obwohl das System nie abgestürzt ist. Ja? Also für jede Änderung einer Transaktion, die lokal zurückgesetzt wird, gibt es dann auch einen Kompensationseintrag. Also da, die dienen für alles, auch für die R1 Recovery. Okay, also die CLRs sollten klar sein. Die dienen dazu, die Idempotenz des Wiederanlaufs auch sicherzustellen und dass das System auch Fortschritt macht beim Wiederanlauf. Durch die Kompensations-Log-Records ist nämlich sichergestellt, das System crasht und dann schafft es ein bisschen was im Wiederanlauf und dann crasht es wieder. Aber die Arbeit, die es in der Zwischenzeit gemacht hat hinsichtlich Kompensation, die ist im Protokoll enthalten. Das heißt, das geht dann möglicherweise schneller, weil es dann sequenziell redoen kann. Anstatt rückwärts gehen. Rückwärts gehen ist viel schwieriger. Sie schaffen keine 12 Sekunden auf 100 Metern im Rückwärts gehen, ja? Gut, ich schaffe auch keine 12 im Vorwärts gehen. Aber. Oder schaffe ich das noch? Ich habe es lange nicht mehr probiert. Ja, also daran können Sie das erkennen, dass das Undoen deutlich langsamer geht als das Redoen. Laufen Sie mal 100 Meter rückwärts. Okay, aber stolpern Sie nicht. Sie müssen ja nächstes Mal wieder hier sein. Okay, ja, hier ist das dann nochmal gezeigt mit dieser Verkettung hier. Also partielles Rücksetzen einer Transaktion oder auch die R1 Recovery führt auch dazu, dass solche Kompensationseinträge gesetzt werden. Hier gehen wir davon aus, dass die Historie der Transaktion die Operation 1, 2 beinhaltet, dann gab es hier einen Sicherungspunkt und auf den wird zurückgesetzt. Dann gibt es hier Kompensationen für 4, nämlich 4 Strich und für 3, nämlich 3 Strich. Und die tauchen dann hier jetzt auf, im Log. Ja? Hier sind die Striche ganz verloren gegangen. Also das wäre 4 Strich. Nee, das ist 4. Das ist 4 Strich und das ist 3 Strich. Nee, sind gar nicht, da sind sie ja. Da. Also alles in Ordnung. Also die Striche sind da. Nicht da, wo sie hin sollen, aber sind da. Gut. Ja. Sicherungspunkte. Ah ja, das schaffen wir noch alles. Gut. Okay. Also was nicht haltbar ist, ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie würden das Log nehmen vom Anfang der Welt, sprich vom Anfang des Datenbanksystems-Installation, und würden nach vorne gehen. Also Sie haben vor 10 Jahren das System installiert, haben immer alle Log-Records schön aufbewahrt, ja, und jetzt stürzt ab erstmals, ja, und dann müssen Sie 10 Jahre Log-Records durchforsten. Einmal analysieren, redoen und dann die Loser wieder zurück. Der letzte Aspekt, Loser zurücksetzen, das ist nicht problematisch, weil die Loser sind alle jung, aber die Winner sind alt, ja, die sind 10 Jahre alt. Es gibt aber keinen 10 Jahre alten Loser in der Datenbank, ja. Aber 10 Jahre alte Winner. Ja, die Loser sind relativ jung immer. Ja, weil die sind ja zum Zeitpunkt des Absturzes noch aktiv. Ja. Also das ist nicht denkbar. Deshalb, was man braucht, ist, um eine schnelle Failover-Zeit, so nennt man das, Failover. Wenn Sie bei Amazon arbeiten, wird Ihnen der Bezos, der Chef von Amazon, was husten, wenn Sie sagen, okay, das System stürzt ab in der Weihnachtszeit, ich brauche eine Stunde für das fürs Failover. Der sagt Ihnen, ja, du hast eine Sekunde. Ja? Was ist aber, wenn ich jetzt ein 10 Jahre altes System habe, nach einem Jahr stürzt es mir das erste Mal ab. Ja. Und dann habe ich ja dort Loser. Dann geht es weiter und nach 8 Jahren stürzt es nochmal. Was ist mit diesen Losern? Nein, die Loser werden durch diese Kompensationseinträge zu Winnern deklariert. Ja? Ein Loser ist nur einer, der keine Kompensation schon hat. Ja, dafür dienen die Kompensationseinträge. Da diese alten Loser, die sind sozusagen Skelette, die da rumliegen. Sind keine wirklichen Loser. Ja? Okay.
Also wenn ich jetzt den Wiederanlauf beschleunigen will, dann sollte ich Sicherungspunkte haben. Hier, der schönste Zustand ist der. Ich melde hier einen Sicherungspunkt an, der ist transaktionskonsistent. Ich lasse das System auslaufen. Alles, was aktiv ist, darf noch zu Ende machen. Und dann halte ich das System an und schreibe jetzt alles auf die Platte. Alles auf die Platte, am besten auch noch auf Bänder, die ich irgendwo sichere. Ja, aber auf die Platte auf jeden Fall. Alle Seiten, die im Hauptspeicher sind, werden auf die Platte katapultiert und die sind transaktionskonsistent. Da ist ja kein Stil mehr im Sinne. Und es ist ein Force, ja? Hier ist das gezeigt. Hier wird der Sicherungspunkt. Nee. Warten Sie mal, das ist ein anderer. Das hier wäre der Sicherungspunkt. Der wird hier angemeldet. Ich lasse die Transaktion zu Ende laufen und dann wird der Sicherungspunkt geschrieben. Alles kommt auf die Platte. Und ich habe einen transaktionskonsistenten Zustand auf der Platte. Und dann kann ich genau da den Aufsetzpunkt nehmen für meinen Log. Merke mir, welche Log-Sequence-Nummer ist die jüngste, die bislang geschrieben wurde. Und genau da setze ich dann an. Mit meinem Redo an dem Sicherungspunkt. Und das Undo kann auch nur bis dahin zurückgehen. Es kann keine älteren Loser geben, ja, als dort. Denn beim Sicherungspunkt war ja alles fertig, ja? Probleme bereiten hier die Zombie-Transaktion, die jemand vergessen hat. Die muss ich da zu dem Zeitpunkt abschießen und mit R1-Recovery zurücksetzen. Ja? Was war mit der Transaktion 3 jetzt? Wurde die einfach nicht gestartet? Die wurde nicht gestartet. Der wollte, aber er durfte nicht. Ja? Deshalb hier gepunktet. Zu dem Zeitpunkt hat er loslegen dürfen. Ja? Der war in den Startblöcken, falls er danach noch da war. Gut. Okay, aber das ist viel zu teuer. Sagen Sie mal dem Jeff Bezos, für einen Sicherungspunkt muss ich mir jetzt alle Einkaufstransaktionen in der Weihnachtszeit mal stornieren. Ja, wir wissen ja, die Leute sind ungeduldig. In der Internetzeit wartet niemand länger als 2 Sekunden. Danach geht er woanders einkaufen. Ja? Oder hat ganz vergessen, dass er einkaufen wollte. Gut, das heißt, das Beste, was wir erzielen können, sind aktionskonsistente Sicherungspunkte. Die sehen so aus. Mitten in einer Aktion wird nichts gemacht, da wird gewartet, aber danach wird ein Sicherungspunkt geschrieben. Was wird da gemacht? Man merkt sich die Menge der Transaktionen, die zu diesem Zeitpunkt aktiv sind. Das ist T2 und T3. Zusätzlich schreibt man jetzt alles, was in der Datenbank, im Systempuffer sich befindet, schreibt man alles auf die Platte. Leider dauert das sehr lange, weil das ist Random I.O. Und der Systempuffer heutzutage ist hunderte von Gigabyte groß. Nicht alles wird modifiziert sein. Aber jede Seite, die Sie da auf die Platte schreiben, kostet 5 Millisekunden. Ja? Das ist eine Ewigkeit. Ja? Und Sie schreiben alles auf die Platte. Und dann haben Sie einen guten Aufsatzpunkt. Sie müssen ja aber gemerkt haben, welche Transaktionen waren aktiv zu dem Zeitpunkt. Und was ist deren älteste Log-Sequence-Nummer? Weil dahin müssen Sie zurück. Schauen Sie sich das nämlich an. T4 stellt sich viel später noch als Loser heraus. Das heißt, Sie müssen hier bis zu dem Anfang von T4 ein Undo machen können. Das Redo müssen Sie aber nur ab diesem Zeitpunkt hier machen. Weil diese Änderung hier, die haben Sie ja gerade schon auf die Platte katapultiert. Das heißt, die guten Änderungen, die sind alle drin. Leider sind auch dreckige Änderungen, die weiter zurückliegen, drin. Ja? Das heißt, wir kriegen diese Situation. Das Redo muss ich nur ab dem Zeitpunkt, wo ich den Sicherungspunkt geschrieben habe, machen. Aber das Undo, denken Sie an T2, geht weiter zurück. Ja? Aber diese Records haben Sie ja. Und Sie wissen auch genau, wie weit Sie zurückgehen müssen. Ja? Das haben Sie sich nämlich bei dem Sicherungspunkt gemerkt. Aber auch das ist noch zu teuer, weil Sie alles auf die Platte drängen müssen. Das heißt, die richtigen Sicherungspunkte, die man heute schreibt, sind Fuzzy-Sicherungspunkte. Sie haben einen Prozess, der läuft dauernd durch den Systempuffer und klaut, was er kriegen kann, schreibt es auf die Platte, damit möglichst viel auf der Platte schon an Änderungen drauf ist. Egal, ob dreckig oder sauber. Ja? Da unterscheidet er nicht. Der katapultiert einfach alles auf die Platte. Periodisch. Der läuft immer im Hintergrund. Ja? Und periodisch
würde man da noch einen Sicherungspunkt setzen und sich dort merken, welche modifizierten Seiten sind im Hauptspeicher. Diese Menge schreiben Sie auf die Platte, in die Protokolldatei. Sie müssen durch den Systempuffer gehen und gucken, welche Seiten sind modifiziert. Dreckig oder sauber, egal. Beides. Ja? Die müssen nur modifiziert sein. Unmodifizierte interessieren uns zu dem Zeitpunkt nicht, weil die haben ja ihr Abbild auf der Platte. Ja? Also das erkennt man an einem Dirty Bit. Das ist ein anderes Dirty Bit, als was ich mit dreckig verstehe. Ja? Die Betriebssysteme bezeichnen jede modifizierte Seite oder Modified Bit. Ja? Dann merkt man sich, welche Transaktionen waren zu diesem Zeitpunkt aktiv, als ich den Sicherungspunkt geschrieben habe. Schreibt das auch auf die Platte. Das heißt, ich schreibe nur Kennungen. Ich schreibe nichts wirklich in die Datenbank hinein, sondern ich schreibe nur Kennungen und dann mache ich die Analyse von da an. Ja, hier, die Analyse geht von da an. Dann fange ich hier an, bei der Min Dirty Page LSN. Das sollte eigentlich gar nicht mal so ein Pfeil sein, aber bis dahin reicht es zurück. Ich muss in dem Protokoll mit dem Redo anfangen bei der ältesten modifizierten Seite, die im Systempuffer war zu dem Zeitpunkt. Von da aus gehe ich nach vorne und dann gehe ich wieder zurück zu meiner minimalen LSN einer Loser-Transaktion, die ich ja auch vorher protokolliert haben muss. Ja? So weit kann es dann zurückgehen. Und so etwas wird heute eingesetzt. Ja? Sodass eine Recovery sollte eigentlich sehr, sehr schnell gehen. Aber letztendlich dauert es dann doch Minuten. Und deshalb wird Amazon nicht darauf vertrauen, dass sie nach einem Absturz wieder anlaufen dürfen, sondern was macht man bei so Hochverfügbarkeitslösungen? Bitte? Ja, Sie haben ein Sklavendatenbanksystem, das einfach das Gleiche macht. Und wenn der Primärserver abstürzt, dann übernimmt der das. Der muss aber auch noch ein paar Log-Records einbauen. Ja? Die machen heutzutage sowas, das nennt sich, Ihre Generation kennt das vielleicht, Log-Sniffing. Sie kennen das in einem anderen Kontext, oder? Log-Sniffing heißt, der Sekundärserver, der guckt sich einfach das Log des Primärservers an und appliziert das, sodass er dann schnell auf den neuesten Zustand kommen kann und übernehmen kann. Sie hatten eine Frage. Kurze Zeit wird was eingefroren. Quasi ist aber kein konsistenter Sicherungspunkt. Ja? Es wird nur Sachen werden protokolliert, damit man nachher nicht ganz so viel Arbeit hat. Es setzt voraus, dass es einen Prozess gibt, der dauernd durch die Datenbank durchgeht, nicht erst zum Sicherungspunkt, sondern dauerhaft durch den Datenbankpuffer und alles auf die Platte schreibt, was ihm in die Quere kommt. Ja? Wenn Sie einen so alten Loser haben, ja, das ist richtig. Wenn jemand vor 10 Jahren eine Transaktion begonnen hat und Sie waren so gnädig und haben ihn nie abgeschossen, das wird auch nicht passieren. Die Datenbanken bereinigen so etwas irgendwann mal. Aber theoretisch ja. Gut. Also hier ist das nochmal gezeigt für den Fuzzy-Sicherungspunkt. So, jetzt die allerwichtigste Folie. Wir haben jetzt R1 und R2 und R3 Recovery. Die drei Recovery-Sorten. Aber die katastrophale Situation, dass das ganze Rechenzentrum weg ist, ja, ihr Rechenzentrum brennt ab, nichts ist mehr da, die müssen Sie auch berücksichtigen. Ja, das heißt, Sie müssen auch nach dem Erdbeben, Tsunami, Feuersbrunst, Terroranschlag oder so, müssen Sie in der Lage sein, wieder hierher zu kommen. In den konsistenten Datenbankzustand, der vor einer Millisekunde vor dem Erdbeben geherrscht hat. Ja? Und dazu brauchen Sie möglicherweise ein Datenbasisarchiv, das Sie irgendwann mal Weihnachten 2012 geschrieben haben. Weihnachten ist immer ein guter Zeitpunkt dafür. Speichern Sie es an einem sicheren Ort, redundant, auf vielen Erdteilen. Wenn es dann zu dem Fehler kommt, dann chartern Sie ein Flugzeug und holen es. Ja, das hat auch mal ein berühmter Informatiker gesagt. Nichts hat so eine hohe Bandbreite wie der Kofferraum eines Autos. Ja?
Die Wissenschaftler wissen das mittlerweile. In der Astronomie oder so, sind ja hier next door zu uns, kommt keiner mehr auf die Idee, über das Internet wissenschaftliche Daten auszutauschen. Sondern wie machen die das heute? Ja, mit Lastwagen kriegt man schlecht etwas von Hawaii. In Hawaii steht das Teleskop hierher. Die machen das per DHL. Die lassen sich Platten schicken. Disks, ja? Also per Internet geht da gar nichts. Da ist die Bandbreite nicht groß genug. Aber so ein A380 hat eine gute Bandbreite. Gut, also Sie brauchen eine Archivkopie. Nehmen wir an, die ist von Weihnachten 2012. Und hoffen Sie, beten Sie oder was auch immer Ihnen da hilft, dass sie lesbar ist. Und Sie brauchen dann ein Logarchiv, das zurückreicht von heute, 18.04.13 bis Weihnachten 2012. Besser sollten Sie auch noch ein Logarchiv haben, das bis Weihnachten 2011 zurückreicht, wenn Sie immer nur Weihnachten die Sicherungskopie machen. Ja? Und dann können Sie das wieder einspielen. Ja? Sie spielen das Band hier ein, dann applizieren Sie dieses Log und sind wieder bei einer konsistenten Datenbank. Bei der R2, R3 Recovery kann es sein, dass Sie etwas hier auf der Platte haben. Die materialisierte Datenbank auf der Platte, dann gehen Sie diesen Weg, also da hat es kein Feuer gegeben, und dann gehen Sie den, wenn das ausreicht, möglicherweise müssen Sie auch den hier gehen. Ja? Auf jeden Fall sorgen Sie dafür, dass Sie hier irgendwie wieder hinkommen. Ja? Und trainieren Sie das. Testen Sie das. Bisschen heikel, ja, wenn Sie mal eben ein paar Platten zerstören, um zu testen, ob Sie wieder in den richtigen Zustand kommen. Ja? Dann sollen Sie wirklich ganz sicher sein, dass Sie da wieder hinkommen. Ja? Aber wenn Sie wirklich so ein hochkritisches Datenbanksystem betreiben, gehen Sie wirklich mit dem Schraubenzieher hin und bauen mal ein paar Platten aus und gucken, ob Sie es wieder in Gang kriegen. Ja? Okay, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder.